Ja, liebe Teilnehmende, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum dritten Hessischen Politiklehrerinnentag der Deutschen Vereinigung für politische Bildung in Hessen. Mein Name ist Susanne Gessner, ich bin Mitglied im Hessischen Landesvorstand der DVPB, in dessen Namen ich Sie sehr herzlich begrüßen möchte. Ja, wir freuen uns sehr, diesen Tag heute mit Ihnen zum dritten Mal begehen zu dürfen, auch wenn die Begrüßung in diesem Jahr, ja, vielleicht insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage nicht so ganz unbeschwert ausfällt. Hoffen wir trotzdem, dass wir für Sie heute ein ansprechendes Programm vorbereitet haben mit Vorträgen, mit Workshops, mit einer Podiumsdiskussion zum Themenfeld sozioökonomische Bildung. Ja, und wir sind gespannt auf Ihre Resonanz zu diesem Tag, zu diesem Thema, was ja häufig gerade in der politischen Bildung manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird oder hinten runterfällt. Und vor diesem Hintergrund haben wir überlegt, dass das vielleicht mal gerade ein guter Anlass wäre, in diesem Jahr etwas zum Thema sozioökonomische Bildung zu machen und vielleicht auch hier nochmal diese sozialwissenschaftliche Perspektivierung ein bisschen zu schärfen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich begrüßen einen unserer Referenten. Ich glaube, die zweite ist noch gar nicht da. Also, herzlich willkommen, Herr Professor Till van Treek von der Universität Duisburg-Essen, den Sie aber später noch mal ein bisschen besser kennenlernen werden. Ja, wir freuen uns sehr auf den Tag mit Ihnen. Wir wünschen, dass dieses Forum, ja, oder dieser Tag zu einem Forum werden kann für fachlichen und kollegialen Austausch und wie wir das quasi in den letzten beiden Jahren schon erprobt haben. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch mal ganz, ganz herzlich der Evangelischen Akademie danken, die für uns wirklich zu einem großartigen Veranstaltungsort geworden ist. Und wir freuen uns jedes Jahr, dass wir diese Veranstaltung hier wieder begehen dürfen. Und insbesondere möchte ich jetzt gleich noch mal Hanna-Lena Neuser gratulieren im Namen der DVPB. Ich habe sie nämlich im letzten Jahr noch als kommissarische Direktorin vorgestellt. Und möchte ihr noch mal ganz herzlich im Namen der DVPB Hessen zur Direktorin der Evangelischen Akademie gratulieren. Außerdem möchte ich mich noch bedanken bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, die uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, uns einen anregungsreichen, kommunikationsfreudigen und mit neuen und anderen Perspektiven bestückten Tag zu wünschen, der vielleicht auch Impulse gibt für Ihre Schul- und Unterrichtspraxis. Ja, und damit übergebe ich an Hanna. So. Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Jetzt bin ich ein bisschen rot geworden. Das war so nicht geplant. Genau, mein Name ist Hanna-Lena Neuser. Ich darf Sie und euch hier ganz herzlich begrüßen im Namen der Evangelischen Akademie Frankfurt, aber auch, und das mache ich jetzt einfach, ohne das abgesprochen zu haben, auch im Namen der Evangelischen Akademie in Hofgeismar. Die Nordhessen kennen das vielleicht, unsere nordhessische Partnerakademie. Mein Kollege Oliver Emde wird heute leider nicht da sein, der wollte eigentlich kommen, aber der ist leider krank geworden. Ja, wenn Menschen aufeinandertreffen, wird es in der Regel kompliziert. Yuval Noah Harari beschreibt das recht eindrücklich in seinem Buch, wie voraussetzungsreich es ist, in der Menschheitsgeschichte war, dass größere Menschengruppen angefangen haben, gemeinschaftlich zu agieren. Und er beschreibt in seinem Buch, dass es ungefähr ab einer Gruppengröße von 150 Menschen unübersichtlich wird, anonym und der Gemeinschaftssinn sozusagen deutlich erschwert herzustellen ist. Ab spätestens dieser Größe braucht es gemeinsame Geschichten, Spielregeln, gemeinschaftlich definierte Ziele der Zusammenarbeit, damit das Zusammenleben gut gelingen kann. Je diverser diese Gruppe ist, desto wichtiger ist die gemeinsame Grundlage. Wenn dann auch noch Geld dazukommt, also ein eigentlich abstraktes Tauschmittel, aber heute eben auch ein Machtmittel, dann wird die Sache nicht einfacher. Jetzt am vergangenen Wochenende waren hier im Haus 60 junge Menschen aus der ganzen Welt, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie das mit der Finanzierung dieser ganzen Klimageschichten funktionieren kann, ne? Also Ausgleichszahlungen, überhaupt das Finanzsystem im Kontext der Klimapolitik.
Sie haben gemeinsam ein Manifest verfasst, was gerade jetzt noch endredaktionell überarbeitet wird und dann auf der ganzen Welt an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in verschiedensten Ländern übergeben wird, aber auch bei transnationalen Organisationen feierlich überreicht werden soll. Eine Rückmeldung aus diesem Youth Summit, neben viel Begeisterung darüber, dass man irgendwie 4 Tage mit coolen Leuten zusammen war, war doch auch, dass dieses Thema ganz schön trocken sei. Und einige von den Teilnehmenden haben sich da wirklich durchgequält inhaltlich und waren aber am Ende umso stolzer auf sich, dass sie am Ende verstanden haben oder vieles verstanden haben von dem, was da finanzpolitisch auf der Welt passiert und wo die Stellschrauben sind, wo sich was ändern könnte. Und was vielleicht die noch viel wichtigere Botschaft ist, sie haben sich nicht abschrecken lassen von dieser Materie, sondern sie haben sich damit beschäftigt und wollten selber als junge Menschen ihren Beitrag leisten. Insofern freue ich mich, dass wir gleich heute mit einem so trockenen Thema weitermachen, um gemeinsam schlauer zu werden, wie wir mit jungen Menschen an diesem Thema arbeiten können. Und das idealerweise so, dass sie nicht den Mut verlieren, etwas zu bewegen. Denn gerade diesen Mut und diese Zuversicht, dass die Welt vielleicht doch eine bessere sein kann, brauchen wir alle gerade. Niemand von uns wird heute und in der kommenden Zeit ausblenden können, was in der Welt los ist. Ukraine, Israel, ein möglicher Krieg im Kosovo und nicht zuletzt die politischen Entwicklungen hier im Land. Ich bin überzeugt, dass Sie, die Sie ja alle auch Pädagoginnen und Pädagogen sind, als Lehrkräfte gerade einen guten Einblick haben, wie es den jungen Menschen mit diesen vielen Krisen und Herausforderungen geht. Und bei allem fachlichen Austausch, den wir hier heute ermöglichen wollen, ist die Vermittlung von Mut, Zuversicht und Hoffnung, glaube ich, das Wichtigste, was wir allen in der schulischen und außerschulischen Bildung jungen Menschen mitgeben können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute einen impulsreichen und inspirierenden und vor allem anregenden Tag, der uns alle in unserem Handeln stärkt, sodass wir wiederum eine Stärkung für die jungen Menschen sein können. Genau, und dann bleibt es mir nur auch noch mal zu danken für die tolle Zusammenarbeit mit der DVPB. Und ich nenne jetzt nur 3 Namen, obwohl viel mehr Menschen daran beteiligt waren. Und zwar danke ich der Susanne Gessner, dem Philipp Klingler und der Maria Schneider und allen anderen, die heute dafür ihren Dienst tun, sozusagen, dass wir alle am Ende des Tages schlauer sind als jetzt gerade. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag und übergebe an Philipp. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin diesmal bestens vorbereitet mit einem strukturierten Zettel und darf Ihnen das Programm vorstellen. Ich hoffe, das Programm bietet Anlass dafür, dass Sie mutig sind, guten ökonomischen Unterricht weiterzumachen oder in Zukunft besser zu machen. Sie finden in Ihrer Tagungsmappe das Programm auf der Rückseite dieses Übersichtsblattes und ansonsten auch im Haus aufgehängt. Wir beginnen gleich mit einem Eröffnungsvortrag, dazu sage ich nicht mehr viel. Sie haben dann kurze Gelegenheit, sich zu stärken mit einem Kaffee. Sie finden hier direkt hinter Ihnen etwas oder auch unten während des gesamten Tages. Und dann gehen Sie in die Workshops. Welchem Workshop Sie zugeteilt wurden, finden Sie auch in der Mappe in dem blauen Kästchen auf der ersten Seite. Dort finden Sie dann auch die Raumangabe. Und das Haus ist groß, aber nicht so groß. Sie finden es relativ schnell. Unter uns ist die Ebene mit den Seminarräumen 1 und 2. Und von dort aus gelangen Sie auch zu 3 und 4. Der Panoramasaal ist ganz oben und hier ist der große Saal. In dieser Mappe finden Sie außerdem Teilnahmebescheinigung und Rechnung. Ich weiß, dass das manchmal wichtig ist, deshalb dieser Hinweis. Und Sie finden dran gestupst 3 Klebepunkte. Diese Klebepunkte sind Anlässe an verschiedenen Postern, die Sie da hinten finden oder im Vorraum, sich Gedanken zu machen zu Abstimmungsfragen oder zur Frage, woher aus Hessen kommen Sie eigentlich? Und vielleicht haben Sie die Gelegenheit, an den Plakaten nach links und rechts zu schauen und mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, die Sie vielleicht noch nicht kennen oder auch nicht kennen können, weil die vom ganz anderen Ende dieses großen Bundeslandes kommen. Sie finden hier im Saal 3 wunderbare Stände, an denen Sie sich informieren und zum Teil auch Dinge mitnehmen können. Sie finden den Wochenschau-Verlag, der als zuverlässiger Partner der politischen Bildung viele Materialien auch für die ökonomische Bildung im Gepäck hat. Sie finden dahinter den Tisch der Hessischen Landeszentrale,
die uns auch wieder gut versorgt mit Büchern. Also sie haben in ihrer Mappe, in ihrer Tasche auch etwas gefunden, das gesponsert wurde von diesen beiden Partnern, die seit Tag 1 hier dabei sind. Und sie finden einen Stand der Deutschen Bundesbank, die in Hessen mit Sitz in Frankfurt ein wunderbarer Ansprechpartner ist für Veranstaltungen und andere Dinge im Kontext der ökonomischen Bildung. Dazu haben Sie Gelegenheit in der Mittagspause, die wird eine Stunde lang gehen, wenn Sie es aus den Workshops geschafft haben und nicht hängen bleiben, weil es so interessant ist, dann finden Sie ganz unten in der Lounge das Mittagessen. Lassen Sie sich das nicht entgehen, damit Sie völlig gestärkt wiederkommen zu einem zweiten Vortrag von Professor Dr. Birgit Weber, die aus Köln anreist. Die hält heute Morgen noch wacker ihre Vorlesung in Köln und wird dann direkt in den ICE steigen und, so Deutsche Bahn will, zu uns kommen. Anschließend haben wir ein kleines Podium für Sie vorbereitet, um strittige, interessante, kontroverse Fragen gemeinsam zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen und auch Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Erfahrungen dort Platz finden zu lassen. Und dann, bevor ich das jetzt wieder vergesse, letztes Jahr ist es vorgekommen, gibt es am Ende noch, das ist wichtig, merken Sie sich das, das ist das Zentrale, am Ende noch Kaffee und Kuchen hier oben. Sie können es eigentlich nicht verpassen. Tun Sie es mir nicht an, dass ich das wieder mit nach Hause nehmen muss, wie beim letzten Mal. Das war schlimm. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und freue mich auf einen guten Tag. Zweimal ist es jetzt schon angeklungen. Der erste Vortrag, mit dem wir jetzt gleich beginnen möchten, von Herrn Till van Treek. Kurze Vorstellung zur Person. Herr van Treek ist Professor für Sozioökonomie am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen. Und seine Forschungsschwerpunkte sind zu den Themen der Einkommensverteilung aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive, deutsche und europäische Wirtschaftspolitik und die sozioökonomische Bildung, zu der wir dann mit Sicherheit heute auch noch einiges hören werden. Herr van Treek, wir freuen uns, dass Sie da sind und sind gespannt auf Ihren Vortrag zu der Arbeitszeitdebatte als Anwendungsbeispiel für eine plurale sozioökonomische Bildung. Ja, guten Morgen zusammen und ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe einige bekannte Gesichter heute getroffen und auch bekannte Namen gesehen, also im Programm, aber auch da an dem Büchertisch. Und das ja, ist wie so ein Déjà-vu irgendwie, oder beziehungsweise da macht man sich irgendwie bewusst, wie schnell die Zeit vergeht und wie sehr die Corona-Zeit doch irgendwie ein Einschnitt war, eine Zäsur war. Ne? Weil ich habe vor Jahren habe ich eigentlich relativ häufig solche Auftritte gehabt und das hat mir auch immer großen Spaß gemacht und habe auch recht intensiv, würde ich denken, so zu dem Thema sozioökonomische Bildung gearbeitet. Sie haben das gerade auch als einen meiner Arbeitsschwerpunkte angeführt. Ich habe sogar mal ein Schulbuch geschrieben, ein Online-Schulbuch zur Sozioökonomie, und ich habe für die, also mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, viele Materialien gemacht für die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben auch bei uns in Duisburg mal so eine Lehrerinnen-Fortbildung gemacht, die auch, glaube ich, ganz gut besucht und erfolgreich waren. Aber irgendwie ist das so eine der Dinge, die durch Corona so ein bisschen eingeschlafen sind. Aber nicht nur durch Corona, sondern auch durch die anderen Aktivitäten. Ich habe hier zwei schamlose Werbeblöcke an den Anfang meiner Präsentation gestellt. Ich war in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt mit dem Aufbau des Instituts für Sozioökonomie. Ich dachte, das ist vielleicht wert, ganz kurz hier einmal zu präsentieren, wenn Sie das noch nicht kennen, weil ja dieser Begriff der Sozioökonomie, weiß ich, ist in Ihren Kreisen ein wichtiger Begriff, oder von manchen wird er auch als Kampfbegriff wahrgenommen, ne? Also sozusagen in Abgrenzung zur ökonomischen Bildung. Da gibt es ja die DGÖB, Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung. Und dann hat sich kurz danach die GSÖBW, wo ich auch mal im Vorstand war, jetzt auch aus Zeitgründen leider nicht mehr, Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Ne? Wenn ich das richtig so immer mitgeschnitten habe, gibt es ja im Prinzip so zwei Strömungen in der Ökonomiedidaktik, oder man weiß gar nicht, welche Worte man da benutzen darf, ne? Ökonomiedidaktik oder Politikdidaktik, weil es eben sozusagen einmal die Vertreterinnen gibt des Separatsfachs Wirtschaft, und die stellen sehr stark in den Vordergrund die ökonomische Bildung. Und dann gibt es eher die Vertreterinnen dieses Integrationsfachs, wie man es auch immer nennt, ne? Politik, Wirtschaft, Sozioökonomie oder Sozialwissenschaften, Politik, Gesellschaftslehre. Und da ist eben diese Interdisziplinarität sehr wichtig.
Und einen ganz ähnlichen Kampf, wenn man so will, kämpfen wir oder wird gekämpft auch in der Fachwissenschaft. Ne? Also das ist sozusagen das Doppelleben, das ich irgendwie führe. Einerseits die Verankerung in der Fachwissenschaft als interdisziplinär orientierter Ökonom oder Sozioökonom und dann andererseits das Interesse für sozioökonomische Bildung. Und da haben wir dieses Institut für Sozioökonomie gründen können. 2017 haben da auch einen eigenen Master in Sozioökonomie, sind an der Lehramtsausbildung sehr intensiv beteiligt. Wir wollen jetzt einen Bachelorstudiengang PPE, Politics, Philosophy, Economics einführen. Also wenn Ihre Schülerinnen und Schüler an pluraler, sozioökonomischer, interdisziplinär ausgerichteter ökonomischer Bildung Interesse haben, vielleicht empfehlen Sie ihnen unseren Studiengang. Wir haben auch einen Promi bei uns am Institut, das ist der Achim Truger, der Ihnen vielleicht aus Funk und Fernsehen bekannt ist als einer der 5 Wirtschaftsweisen. Das sozusagen steht sehr stark für unsere fachwissenschaftliche Ausrichtung, aber wir sind eben auch so sozioökonomisch, also oft in der sozioökonomischen Bildung unterwegs. Zusammen mit dem Julian Becker habe ich dieses Online-Lehrbuch geschrieben, das heißt Wirtschaftspolitik CC. Leider gab es einen Hackerangriff auf unsere Universität, deswegen ist das im Moment nicht mehr so richtig verfügbar. Es gibt aber einen Relaunch in den nächsten Wochen. Und wenn Sie sich über unsere Aktivitäten informieren wollen, können Sie auf unseren Blog gehen. IFSO steht für Institut für Sozioökonomie, ifsoblog.de. Da finden Sie Hinweise auf das, was wir da für die Bundeszentrale gemacht haben. Und vieles andere mehr. Okay, ich hoffe, Sie haben Verständnis oder Sie sehen mir nach diese Schamlosigkeit der Eigenwerbung. Und steigen wir dann also direkt ein in das Thema. Also ich hatte mit den Veranstaltern gesprochen, also in welche Richtung könnte der Vortrag gehen? Gibt es irgendwie so ein Grundsatzreferat, was ist sozioökonomische Bildung? Also wurde mir große Freiheit gelassen. Dann habe ich überlegt, vielleicht wäre es ganz gut, das an einem Beispiel sozusagen zu illustrieren, was mein Verständnis wäre von einer pluralen ökonomischen Bildung oder sozioökonomischen Bildung. Und ich habe jetzt vor kurzem, war ich an einem Podcast beteiligt von einem sehr engagierten Wirtschaftslehrer aus Baden-Württemberg. Da gibt es jetzt dieses eigenständige Fach Wirtschaft in Baden-Württemberg. Philipp Kersting heißt der, kann ich auch Ihnen nur empfehlen. Der hat eine eigene Podcast-Reihe jetzt gestartet und macht da Interviews oder einen Podcast mit Fachwissenschaftlern zunächst mal und später mit Didaktiker oder Fachwissenschaftlerinnen, später mit Didaktikerinnen zu dem Standard-Schulbuch Wirtschaft, das in Baden-Württemberg eingesetzt wird. Und ich habe da mit ihm gesprochen über das Thema Arbeitsmarkt. Also wir haben da sozusagen kritisch dieses Arbeitsmarktkapitel aus diesem Schulbuch uns angeschaut. Und da dachte ich mir, das wäre vielleicht für den Vortrag heute auch irgendwie ganz gut. Und was man ja dann eigentlich immer in 100% der Schulbücher findet, ist diese Abbildung. Ne? Und die gleiche Abbildung, oh Wunder, findet man dann auch noch auf dem Gütermarkt und auf dem Kapitalmarkt, ne? Also Angebot und Nachfrage. Und dann gibt es zunehmend, ist mein Eindruck, auch durchaus eine mathematische Fundierung in vielen Schulbüchern. Und was mich daran so stört, ist, dass diese Darstellung, und ich werde vor allem mich auf das Arbeitsangebot heute konzentrieren, also wenn der Lohn steigt, wird mehr Arbeit angeboten. Ne? Also die Menschen, merken, okay, dann lohnt es sich ja mehr zu arbeiten, wenn ich mehr verdiene. Man hält es nicht mehr aus auf der Couch, ne? Weil man merkt, okay, in jeder Stunde, die ich nicht arbeite, entgeht mir so viel Geld. Deswegen arbeite ich mehr, wenn der Stundenlohn steigt. Ne? Und wenn der Lohn niedrig ist, wird weniger angeboten. Und das findet man in 100% der Schulbücher und häufig, wie gesagt, mathematisch abgeleitet. Und was mich immer so stört, ist, dass dann, wenn dann in Schulbüchern das im Sinne des Beutelsbacher Konsenses und des Kontroversitätsgebots kritisch diskutiert wird, dann werden dem nicht plurale, alternative ökonomische Modelle entgegengesetzt, sondern Prosa oder Bilder, also jetzt etwas überspitzt, vielleicht korrigieren Sie mich, aber das ist mein Eindruck. Oder anders gesagt, es wird vielleicht eine politikwissenschaftliche oder eine soziologische Perspektive dem gegenübergestellt. Und mir scheint, das ist jedenfalls auch meine Erfahrung aus der Lehre, dass da so eine Art Waffenungleichheit herrscht. Also jedenfalls bei meinen Studierenden nehme ich das sehr stark wahr, weil ich früher auch so gelehrt habe. Ich habe erst das neoklassische Modell gelehrt und dann interdisziplinäre Kritik oder so, oder Alternativen. Was aber sehr stark hängen bleibt, ist das neoklassische Modell, das Standardmodell. Ne? Weil das ist kanonisch, das kann man auswendig lernen. Da gibt es eine Mathematik dahinter, das erscheint exakt. Und das ist halt
so ein bisschen Gelaber dann irgendwie, ne? Und das bleibt nicht so hängen, ne? Und ist, weil es nicht so systematisiert ist. Und was ich deswegen mir in der Lehre sehr wichtig ist, ist neben der Interdisziplinarität auch die intradisziplinäre Pluralität in den Wirtschaftswissenschaften darzustellen. Also es gibt eben nicht nur die neoklassische Ökonomik, sondern es gibt die keynesianische Ökonomik, das wird in den meisten Schulbüchern natürlich auch diskutiert, es gibt aber auch die evolutionär-institutionelle Ökonomik, es gibt feministische Ökonomik, es gibt den Spielarten des Kapitalismus, Varieties of Capitalism-Ansatz und einige andere Paradigmen mehr. Und die sind genauso technisch und modellbasiert wie die Neoklassik, aber führen zu ganz anderen Erkenntnissen. Und ich habe gerade gesehen, eine Diskussionsfrage später ist bei Ihnen, ist der Schulunterricht zu wenig politisch, der Wirtschaftsunterricht zu wenig politisch. Ich kann sagen, die Wirtschaftswissenschaften sind auf jeden Fall zu wenig politisch aus meiner Sicht, oder waren das lange, es tut sich da im Moment auch vieles. Aber die Herstellung von Pluralität sollte meiner Meinung nach nicht nur über Interdisziplinarität angestrebt werden, also politische, soziale Kritik an dem ökonomischen Modell, sondern es muss klar sein, es gibt nicht das eine ökonomische Modell, sondern es gibt eine Pluralität von wirtschaftswissenschaftlichen Paradigmen. So, ich dachte mir, ich steige hiermit ein, weil mich auch immer sehr stört, wie in den Schulbüchern über Keynes und den Keynesianismus geredet wird. Häufig so im Sinne so eines Wachstumsfetischismus. Ne? Wir haben eine Wirtschaftskrise, brauchen wir Deficit Spending und antizyklische Fiskalpolitik und sozusagen wir müssen Autobahnen bauen, ne? um die Arbeitslosen wieder in Beschäftigung zu bringen. Aber was vielen nicht bekannt ist, wenn sie die allgemeine Theorie von Keynes lesen aus dem Jahr 1936, die zentrale Idee, auf die eigentlich das ganze Buch hinführt, und da gibt es eine Reihe von anderen Essays, die er auch schreibt, ist, was er bezeichnet als die Überwindung der Knappheit oder die Lösung des ökonomischen Problems. Und seine Prognose oder seine Vision war, dass wir im Jahr 2030, also er hat einen schönen Essay geschrieben über die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder im Jahr 1930, dass dann wir die 15-Stunden-Woche erreicht haben. Also das war seine Prognose hinsichtlich der Produktivitätsentwicklung, die ist eingetreten bzw. sogar übererfüllt worden durch die Realität von 1930 bis 2000, also bis heute. Und das war seine Prognose hinsichtlich der Arbeitszeit. Fast 50-Stunden-Woche zu Zeiten von Keynes und die Prognose war in 100 Jahren 15-Stunden-Woche. Das ist die tatsächliche Entwicklung der Arbeitszeit. Das ist ein sofortiger Widerspruch zu diesem Modell, ne, wo man ja sagt, wenn der Stundenlohn steigt, wird mehr Arbeit angeboten. Die Prognose von Keynes war, mit steigender Produktivität, die steigende Stundenlöhne ermöglicht, würde die Arbeitszeit kontinuierlich fallen. Ne? Es mag bald ein Punkt erreicht sein, vielleicht viel eher, als wir uns alle bewusst sind, an dem unsere materiellen Bedürfnisse in dem Sinne befriedigt sind, dass wir es vorziehen, unsere weiteren Kräfte nicht wirtschaftlichen Zwecken zu widmen. 3 Stunden Arbeitstage oder eine 15-Stunden-Woche reichen völlig aus, um, wenn die Produktivität so hoch ist wie heute, einen zufriedenstellenden Lebensstandard für alle zu erwirtschaften, wenn alle nur 3 Tage arbeiten und den Rest der Zeit verbringen wir dann eben mit wichtigeren Dingen, ne? Also Freizeit, Kunst, Kultur, Freundschaften und so weiter. Das war Keynes' Prognose. Und das kommt aus einer ökonomischen Modelllogik. Das ist nicht eine philosophische oder soziologische oder politikwissenschaftliche Kritik. Genau, also ich würde jetzt ganz kurz die Arbeitsangebotsentscheidung in verschiedenen Paradigmen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften durchgehen und denken, was so aus meiner Sicht eigentlich der minimale Grundkanon sein müsste für eine kontroverse Diskussion an der Universität in der Lehre, aber natürlich mit didaktischer Reduktion und so weiter auch an der Schule, um wegzukommen von dem, was ich, wie gesagt, in den allermeisten Schulbüchern, die ich dazu gesehen habe, feststelle, so eine Gegenüberstellung aus dem ökonomischen Modell und wie schlimm die Ökonomen alle sind, Homo economicus und so weiter und Gier und Egoismus und Eigen, und dann den politikwissenschaftlichen und soziologischen Ansätzen, ne? Sondern wichtig wäre diese intradisziplinäre Kontroversität. Und ich würde dem neoklassischen Modell des Arbeitsangebots ein verhaltensökonomisches Modell gegenüberstellen, ein evolutionär-institutionelles Modell, die Perspektive der Spielarten des Kapitalismus und die feministische Ökonomik. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie das noch nicht kennen, die Webseite Exploring Economics, die ist von dem Netzwerk Plurale Ökonomik
mit dem wir auch eng zusammenarbeiten am Institut. Und wir haben auch diese Webseite hier mit finanziert, wo unterschiedliche Paradigmen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften präsentiert werden. Und da sehen Sie hier die Neoklassik, die dem methodologischen Individualismus im methodologischen Individualismus verankert ist, und die Verhaltensökonomik, die häufig, wenn überhaupt in vielen Schulbüchern so als einzige Gegenspielerin der Neoklassik dargestellt wird, weil eben in verhaltensökonomischen Modellen gezeigt wird, die Menschen verhalten sich oft gar nicht so wie der Homo economicus, weil sie nicht intelligent genug sind oder so, ne? Aber es gibt eben eine ganze Reichhaltigkeit von anderen alternativen Denkschulen, und die werden sehr schön beschrieben auf dieser Webseite Exploring Economics. Und meine Definition von Sozioökonomie wäre eigentlich zu sagen, das sind hier diese Denkschulen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, die nicht dem methodologischen Individualismus sich verschrieben haben. Und dazu kommen dann noch Ansätze der politischen Ökonomie, Politikwissenschaft und der Wirtschaftssoziologie. Und die zusammen machen die Sozioökonomik aus. Ich denke, die Folien können Sie vielleicht bekommen, weil da zu viel draufsteht, als dass ich das in der Zeit, die ich habe, alles sagen könnte. Aber das sind Folien, die aus meiner Vorlesung Einführung in die Mikroökonomik entnommen sind. Und ich denke, eine Möglichkeit, die Neoklassik abzugrenzen von anderen Denkschulen, wäre zu sagen, dass in der Neoklassik wir von exogenen Präferenzen ausgehen. Das heißt, wir haben Konsumentensouveränität, wir haben selbstbewusste, autonome Individuen, die einen bestimmten Geschmack haben, bestimmte Präferenzen, und über diesen Geschmack lässt sich nicht streiten. Das ist Privatsache, die Präferenzen der Individuen. Die Verhaltensökonomik akzeptiert im Prinzip diesen methodologischen Individualismus, diesen Blick auf die Souveränität des Individuums, sagt aber ja, die Leute sind halt ein bisschen blöd, ihre eigenen Präferenzen zu befriedigen. Und in ihrer Nutzenoptimierung machen sie systematische Fehler. Aber Präferenzen bleiben weiter Privatsache. Und deswegen ist es auch methodologischer Individualismus. Und die sozioökonomischen Theorien, so wie ich sie definieren würde, sind systemistische Theorien, also wo die Präferenzen endogen sind. Also sei es jetzt in der evolutionär-institutionellen Ökonomik, im Spiel des Kapitalismusansatz, in der feministischen Ökonomik. Hier haben wir endogene Präferenzen, das heißt, das, was die Menschen wollen, die Individuen wollen, ist durch den sozialen Kontext definiert und dadurch natürlich auch die Nähe zur Soziologie und zur Politikwissenschaft, aber es bleiben letztlich wirtschaftswissenschaftliche Ansätze. Okay, also, wie sieht die Arbeitsangebotsentscheidung in der neoklassischen Haushaltstheorie aus? Auf dem Arbeitsmarkt kauft das Individuum Freizeit. Ne? Auf jedem Markt wird ein Gut gehandelt. Auf dem Gütermarkt sind es halt Güter. Ne? Ich kaufe mir einen Schokoriegel oder einen Tisch oder Musikunterricht, das sind Güter, die ich kaufe auf dem Gütermarkt. Auf dem Arbeitsmarkt kaufe ich Freizeit. Das ist die Perspektive der Neoklassik. Der Preis für eine Stunde Freizeit ist der Verzicht auf den Stundenlohn, der mit einer Stunde Arbeit verdient werden könnte. Wenn ich nichts tue, habe ich halt ganz viel Freizeit. Wenn ich eine Stunde Freizeit mir zurückkaufe, sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, verzichte ich auf den Stundenlohn, der mir dann entgeht. Dann haben wir ja diese Budgetgrade mit einem vertikalen Achsenabschnitt. Wenn ein Individuum keine Freizeit in Anspruch nimmt, kann das maximal mögliche Einkommen erreicht werden. Wir haben einen horizontalen Achsenabschnitt. Wenn ein Individuum maximal viel Freizeit in Anspruch nimmt und gar nicht arbeitet, ist das Arbeitseinkommen null. Und die Steigung der Budgetgraden ist der Stundenlohn. So, das kennen Sie alle. Das ist die Budgetgrade. Das ist aus diesem Lehrbuch von Peter Bofinger entnommen, der Vorgänger von Achim Truger als einer der fünf Wirtschaftsweisen. Da finde ich sehr bedauerlich, dass er kein plurales Lehrbuch geschrieben hat. Und das wird auch ganz oft in Schulbüchern übernommen, sondern er im Prinzip die neoklassische Mikroökonomik komplett akzeptiert und dann nur im makroökonomischen Teil keynesianische Schwerpunkte setzt. Aber es ist eigentlich kein plurales Buch. Ja, also wenn der Stundenlohn 7,50 Euro ist, man am Tag maximal 12 Stunden arbeiten muss, weil man den Rest der Zeit braucht für Freizeit und Schlafen, und nicht für Freizeit, für Schlafen, Essen, Zähne putzen, also sozusagen fürs Überleben, dann kann man maximal 12 Stunden arbeiten, kann man maximal 90 Euro erreichen an Einkommen am Tag, wenn die Freizeit null ist, hier. Ne? Wenn man 12 Stunden Freizeit in Anspruch nimmt, also gar nicht arbeitet, ist das Einkommen null. Und die Steigung dieser Budgetgrade ist 7,50 Euro, das ist der Stundenlohn.
Das heißt, je mehr Freizeit ich mir kaufe auf dem Arbeitsmarkt, desto weniger Einkommen habe ich. Das sind die Restriktionen. Sie kennen das alles. Ich muss nur sozusagen das etablieren, um dann den Kontrast zu setzen zu den anderen Denkschulen. Und dann ist die Frage, wie viele Stunden arbeitet denn jetzt die Heike im Bierkeller? Das ist das Beispiel, das der Peter Bofinger da nimmt. Sie wählt den Punkt, wo also ihre Indifferenzkurve die Budgetgrade gerade tangiert. Also diesen Punkt könnte sie auch erreichen bei dieser Indifferenzkurve. Das wäre aber irrational, Sie kennen das ja natürlich alle, ne? Das ist aber irrational, weil sie ein höheres Nutzenniveau erreichen könnte, das auf der höheren Indifferenzkurve abgebildet ist, mit diesem Budget, wenn sie eben einen Punkt wählt, wo die Indifferenzkurve gerade die Budgetgrade tangiert. Ne? Und deswegen wählt sie irgendwie 6, irgendwas Stunden Freizeit, also 5, irgendwas Stunden Arbeit und kann dann 40 Euro am Tag Einkommen erzielen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn der Stundenlohn steigt? Und was da ganz wichtig ist, und da gibt auch schon die Neoklassik Spielraum für kontroverse Debatten und Kontroversität, ne? Weil das ist ja eine Frage, die viele, gerade junge Leute heute bewegt, ne? Warum überhaupt noch 40 Stunden arbeiten? Wir wollen die 4-Tage-Woche oder so, gerade die 3-Tage-Woche, die Keynes wollte. Und das ist innerhalb dieses Modells absolut darstellbar, ne? Was man nämlich unterscheiden muss im neoklassischen Modell, ist der Substitutionseffekt und der Einkommenseffekt. Und nach meiner Erfahrung, wenn ich die Schulbücher mir angucke, wird fast immer nur dieser Substitutionseffekt betont. Und der sagt eben, wenn der Stundenlohn steigt, wird Arbeit attraktiver, die Opportunitätskosten der Freizeit steigen. Ne? Pro Stunde, die ich auf der Couch rumgammel, verzichte ich auf mehr Einkommen und das tut mir immer weh. Ne? Und deswegen, wenn der Stundenlohn steigt, bin ich nicht mehr so lange auf der Couch und arbeite mehr. Beziehungsweise bei geringem Stundenlohn lohnt sich Arbeit weniger, weil die Opportunitätskosten der Freizeit sinken. Ne? Deswegen wollen viele Leute mit niedriger Produktivität, niedrigem Stundenlohn so wenig arbeiten, ne? Weil die Freizeit für sie so günstig ist. Ne? Die verzichten pro Stunde Freizeit auf so wenig Stundenlohn. Aber okay, den Effekt gibt es im neoklassischen Modell. Es gibt aber auch den Einkommenseffekt. Und das ist eine absolut neoklassische Logik. Und je nachdem, wie die Präferenzen sind, dominiert der Substitutionseffekt oder der Einkommenseffekt. Und der Einkommenseffekt sagt, wenn der Stundenlohn steigt, kann mit weniger Arbeit das gleiche Einkommen erzielt werden wie vorher. Beziehungsweise, wenn der Stundenlohn fällt, muss mehr gearbeitet werden, um den Lebensstandard zu halten. Das heißt, wenn ich pro Stunde einen höheren Lohn bekomme, dann kann ich ja, selbst wenn ich weniger arbeite, den gleichen Lebensstandard erzielen, den ich vorher hatte und dann mehr Freizeit genießen. Das ist der Einkommenseffekt. Und im neoklassischen Individuum schlagen diese zwei Herzen in der Brust. Einerseits wird die Zeit auf der Couch immer unerträglicher, wenn ich auf mehr Einkommen pro Stunde verzichte, wenn ich Freizeit in Anspruch nehme. Auf der anderen Seite bedeutet ein höherer Stundenlohn, ich kann denselben Lebensstandard wie vorher mit weniger Arbeit erreichen. Und das ist nicht irrational oder irgendwie, sondern das ist Hardcore-neoklassisches Argument. Ne? Das Arbeitsangebot sieht nur so aus, mit dieser positiven Steigerung, wenn der Substitutionseffekt größer ist als der Einkommenseffekt. Weil dann dominiert eben dieser Effekt, ich halte es nicht mehr aus auf der Couch, wenn ich so viel Stundenlohn habe, weil es so teuer ist. Ne? Wenn der Einkommenseffekt den Substitutionseffekt dominiert, dann sieht das Arbeitsangebot so aus. Ne? Das sieht man aber nie in den Schulbüchern. Dann ist nämlich die Arbeitsnachfrage fallend und das Arbeitsangebot auch. Und dann habe ich sozusagen im Prinzip diese keynesianische Logik, die ich mit dem Eingangszitat dargestellt habe. Je höher die Produktivität ist, je mehr wir pro Stunde verdienen, desto weniger wollen wir arbeiten. Warum? Weil wir ein bestimmtes Ziel haben, was den Lebensstandard betrifft. Und wenn der Stundenlohn steigt, können wir das mit weniger Arbeit erreichen. Das ist eine völlig rationale Logik. Ne? So, und dann, das überspringe ich, weil das wird dann typischerweise im Studium, aber zunehmend auch, habe ich so den Eindruck, in der Schule wird das dann eben sehr, sehr ausführlich gemacht. Ne? Dann analysiert man, wenn der Stundenlohn steigt, das ist die Budgetgrade, dann dreht sich die Budgetgrade um diesen Punkt hier nach rechts, dann wandern wir von dieser Indifferenzkurve hier auf diese und so weiter. Ne? Und es gibt zwei Szenarien. Einmal der Substitutionseffekt ist größer als der Einkommenseffekt. Einmal der Einkommenseffekt ist größer als der Substitutionseffekt. Und damit quäle ich meine Studierenden jedenfalls auch immer, um ihnen zu zeigen, dass selbst im neoklassischen Modell
beides möglich ist. Eine positive Steigerung des Arbeitsangebots und eine negative. So die, zum Beispiel könnte das auch so aussehen, das Arbeitsangebot. Ne? Wenn ich sehr wenig verdiene hier, der Stundenlohn ist sehr niedrig, dann führt ein noch weiterer Rückgang des Stundenlohns dazu, dass ich mehr arbeite. Also negative Steigerung, ne? Das kennt man in den USA. Stundenlohn fällt immer weiter, weil der nominale Mindestlohn nicht mehr erhöht wird. Das heißt, der reale Stundenlohn fällt, der reale Mindestlohn fällt. Und wenn er immer weiter fällt, dann nehmen die Leute einen Zweitjob an, einen Drittjob an. Das heißt, bei fallendem Stundenlohn wird mehr gearbeitet. Wenn man dann über so eine Armutsgrenze drüber kommt, dann überwiegt vielleicht eine Zeit lang der Substitutionseffekt. Also wenn der Stundenlohn steigt, dann sagt man so, jetzt kann ich Karriere machen, jetzt arbeite ich mehr, das lohnt sich ja richtig. Wenn ich mehr verdiene, arbeite ich auch mehr. Aber für Menschen, die dann halt wiederum eine bestimmte Sättigungsgrenze erreicht haben, ne, so Leute wie wir, das ist ja bei Lehrerinnen und Lehrern häufig so, ne, wenn dann die nächste Gehaltsstufe kommt, überlegt man sich so, was mache ich jetzt? Ne? Wenn ich weiter so viel arbeite wie bisher, kann ich mehr verdienen. Das ist der Substitutionseffekt. Oder ich arbeite sogar noch mehr, ich erhöhe die Stundenzahl. Aber der Einkommenseffekt wäre ja zu sagen, okay, ich kriege diese Vergreisungszulage, ich kriege jetzt mehr als bisher, kann ich die Stundenzahl reduzieren, verdienen trotzdem genauso viel wie vorher. Ne? Wenn Sie so drauf sind, dann hat das Arbeitsangebot diese fallende Steigung. Das heißt, wenn der Stundenlohn hoch ist, kann es halt sehr gut sein, dass das Arbeitsangebot diese negative Steigung hat. So, ich denke, das wäre so ein absoluter Mindestanspruch, selbst innerhalb der Neoklassik Kontroversität herzustellen, weil sie halt mit dem Modell beides machen können. Und ich finde auch, das zum Beispiel ist eine interessante Diskussion, die man mit Schülerinnen und Schülern führen kann. Was macht ihr, wenn euer Stundenlohn steigt? Ne? Und die Schulbücher suggerieren Ihnen halt immer, naja, wenn Sie halt Homo economicus sind und dem ökonomischen Modell folgen, dann müsste eigentlich bei steigendem Stundenlohn, müssten Sie mehr arbeiten wollen, mehr Arbeit anbieten. Und das ist halt überhaupt nicht klar, dass das so sein muss, selbst innerhalb des ganz engen neoklassischen Modellrahmens. So, dann geht es weiter ganz kurz, ein verhaltensökonomisches Modell, da ist dieser Begriff der Verlustaversion ist sehr wichtig. Ist, glaube ich, auch ein schönes Gedankenexperiment, das man mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Wenn Sie dann diese Indifferenzkurve hier etabliert haben, ne? Die Indifferenzkurve, warum ist die konvex? Warum hat die diese Form überhaupt? Naja, weil im Prinzip gesagt wird, das Individuum findet Einkommen gut und findet Freizeit gut. Ne? Und das heißt, wenn die Freizeit gering ist, so wie hier, brauche ich ein hohes Niveau an Einkommen, um mich dafür zu kompensieren. Und wenn das Einkommen niedrig sein soll, dann muss man mich dafür kompensieren mit relativ viel Freizeit, so wie hier, damit ich genauso zufrieden bin wie vorher. Ne? Die heißt ja Indifferenzkurve, weil das Individuum indifferent ist zwischen allen Punkten, die auf der Linie liegen. Das heißt, auf allen Punkten ist die gleiche Zufriedenheit erreicht. Das heißt, die Idee ist, viel Einkommen und wenig Freizeit macht mich genauso zufrieden wie viel Freizeit und wenig Einkommen. Ne? Das ist ein Zielkonflikt und ein Trade-off. Eigentlich eine schöne Darstellung finde ich auch für, mit meinen Kindern mache ich auch immer so Gedankenexperimente. Ne? Was ist dir wichtiger? Auf welchem Punkt der Indifferenzkurve wärst du lieber? Ne? Mein Sohn wäre lieber hier. Ich will Boss sein, ich will reich sein, ich will viel kaufen können. Ne? Und meine Tochter wäre lieber hier, weil sie sagt, nee, Einkommen ist mir nicht so wichtig, ich will viel Zeit mit dir verbringen oder so. Ne? Sich zu fragen irgendwie, auf welchem Punkt so einer Indifferenzkurve man gerne wäre als junger Mensch, finde ich schon in gewisser Weise eine herausfordernde Frage. Also das neoklassische Modell ist schon in der Hinsicht interessant. Ne? So, und jetzt gibt es hier ein weiterführendes Gedankenexperiment. Nehmen wir an, wir sind im Ausgangspunkt in der Ausgangssituation in Punkt A. Also ich habe ein bestimmtes Einkommen und eine bestimmte Freizeit. Und jetzt sagt der Chef oder die Chefin, pass auf, du bist so gut, du kriegst von mir eine Gehaltserhöhung, also du kriegst pro Stunde mehr Einkommen. Und du kannst dir aussuchen, in welche Weise du das nutzen willst. Du kannst auf Punkt C springen, ne, das liegt auf einer höheren Indifferenzkurve, ich bin zufriedener. Oder du kannst auf Punkt B springen. Ja, in Punkt C habe ich 10.000 Euro mehr Gehalt im Jahr als in A bei gleicher Arbeitszeit, also die Freizeit bleibt gleich. In Punkt B habe ich genauso viel Einkommen wie bisher, aber 12 Tage im Jahr mehr Urlaub.
Es gibt ja mittlerweile in vielen Tarifverträgen diese Freizeitoption. Die IG Metall hat da also so schöne Tarifverträge ausgehandelt, wo dann die Beschäftigten selber wählen können, ob sie die Stundenlohnerhöhung in Form von mehr Einkommen haben möchten oder in Form von mehr Freizeit. Ne? Genau so was wäre das. Und was würde hier unser Individuum, das hier abgebildet ist, sagen? Das würde sagen, ist mir wirklich völlig egal. Ne? Warum? Weil B und C auf derselben Indifferenzkurve liegen. Ich bin indifferent zwischen B und C. So, und jetzt, deswegen werfen Sie eine Münze, weil Sie einfach sich nicht entscheiden können, und entscheiden sich für Punkt C. Ja? Oder früher, die Gewerkschaften haben jetzt halt erst vor kurzem angefangen, so Tarifverträge auszuhandeln, wo dann die Individuen C oder B wählen können. In den letzten 30, 40 Jahren wurden eigentlich meistens Tarifverträge ausgehandelt, wo nur C dann möglich war. Ne? Die Arbeitszeit wurde nicht reduziert, es gab mehr Einkommen. Okay, angenommen, wir wählen jetzt Punkt C. Wenn Sie jetzt nach einiger Zeit gefragt werden, ob Sie nicht doch nach B wechseln möchten, sagt, okay, es wäre doch besser, wenn du auf B gehst, sagt der Chef jetzt. Ne? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie das wiederum ablehnen. Ne? Das finde ich auch ein interessantes Gedankenexperiment. Das auch, glaube ich, die Studierenden finden das immer herausfordernd. Warum lehne ich es ab, von C nach B zu gehen, während ich von A gleichermaßen bereit gewesen wäre, nach C oder nach B zu springen? Und das ist dieses verhaltensökonomische Konzept der Verlustaversion. Weil wenn ich von A nach C oder B gehe, dann bekomme ich von irgendwas mehr, aber von nichts weniger. Ich gewinne. Ich gewinne Einkommen oder Freizeit, verliere aber nichts. Wenn ich von C nach B gehen soll, dann gewinne ich zwar Freizeit, aber ich verliere Einkommen. Und niemand will was verlieren. Das ist ein ganz wichtiges psychologisches Motiv, und das die Verhaltensökonomik dann eben auch entdeckt hat. Das heißt, die Indifferenzkurve verändert sich, nachdem Sie sich einmal entschieden haben. Die wird flacher. Um jetzt auf Einkommen zu verzichten, fordern Sie auf einmal, Entschuldigung, um jetzt auf, genau, Sie sind jetzt nicht mehr bereit, auf so viel Einkommen zu verzichten, um mehr Freizeit zu bekommen wie vorher, wo der Punkt B hier möglich gewesen wäre, sondern Sie fordern jetzt diesen Punkt, ne? Wobei gleicher Freizeit wie in Punkt B das Einkommen höher ist. Das heißt, die Indifferenzkurve wird flacher als so eine Art Gewöhnungseffekt. Oder wir sprechen auch von intransitiven Präferenzen. Die Menschen sind nicht bereit zu verzichten auf irgendwas. Ne? Und das könnte natürlich eine Erklärung dafür sein, warum heute viele Menschen nicht bereit sind, auf die 4 Tage zu gehen oder auf die 3 Tage Woche zu gehen, wenn es keinen vollen Lohnausgleich gibt. Aus meiner Sicht ist diese Forderung 4 Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, also das Gehalt bleibt gleich, Sie arbeiten nur 20% weniger, ist schon ein bisschen naiv. Ne? Und auch wird von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf keinen Fall akzeptiert werden. Was halt möglich wäre, wäre kürzere Arbeitszeiten und dafür entsprechend weniger Gehalt. Aber das würde halt bedeuten, von C auf B zu gehen. Ne? Und wenn Sie halt wenn Sie heute die, ich frage meine Studierenden immer, mache so eine kleine Umfrage, ne? Stellen Sie sich vor, in den nächsten 10 Jahren steigt die Produktivität um 20%. Fändet ihr es dann besser, ihr bekämt 20% mehr Einkommen als Lehrerinnen und Lehrer? Oder fändet ihr es besser, wir würden auf die 4-Tage-Woche gehen bei gleichem Einkommen? Da sagen fast 100% 4-Tage-Woche bei gleichem Einkommen. Ne? Aber da sind wir halt in der Situation, wir gehen von A nach B. Aber wenn Sie die Leute dann in 10 Jahren, wenn die Einkommen gestiegen sind und Punkt C realisiert wurde, fragen, werdet ihr bereit, auf 20% Einkommen zu verzichten und dafür zur 4-Tage-Woche überzugehen, dann würden alle sagen, nein, sind wir nicht. Ne? Und das ist eine gewisse Irrationalität eigentlich, wenn man sich das klar macht. Aber so sind Menschen halt offenbar drauf. Ne? Und ja, auch das finde ich eine... Das heißt, Arbeitszeitverkürzung funktioniert besser, wenn man bei steigender Produktivität die Einkommen konstant hält und dann die Arbeitszeit verkürzt. Ne? So, Entschuldigung. Nächste Theorie, weil ich versuchen will, sozusagen alternative Modelle zu präsentieren, die man vielleicht auch im Unterricht benutzen kann. Evolutionär-institutionelles Modell. Hier sprechen wir von sogenannten positionalen Effekten oder positionalen Externalitäten. Nochmal ein Gedankenexperiment, vielleicht können Sie das mitmachen. Ähm,
Stellen Sie sich vor, Sie könnten zwischen zwei Welten wählen, in der Sie leben können. Und die sind genau gleich mit einer Ausnahme. Und zwar in folgender Weise. In der Welt 1 haben Sie ein verfügbares Einkommen von 3.000 Euro pro Monat. Alle anderen haben ein verfügbares Einkommen von 2.000 Euro. In Welt 2 haben Sie selbst ein verfügbares Einkommen von 5.000 und alle anderen haben 8.000 Euro. So, was würde der Homo economicus natürlich bevorzugen? Welt 2, ne? Weil für den Homo economicus ist eigentlich nur die Frage, nur wichtig, nur das Einkommen, das ihn selbst betrifft, betrifft wichtig. Der Homo economicus sieht hier nur, hätten Sie lieber 3.000 oder 5.000? Weil die anderen ihm egal sind. Der vergleicht sich nicht mit anderen. Ne? Der hat ja exogene Präferenzen und ist selbstbewusst und autonom. Und dann würde ich sagen, glaubst du, ich bin bescheuert? Also warum sollte ich 3.000 Euro nehmen, wenn ich auch 5.000 Euro nehmen kann? Ne? Sie können ja mal selber überlegen, was Sie bevorzugen würden. Man muss immer, wenn man die Frage stellt einem Publikum oder einer also Befragten, muss man immer überlegen, wie viel Einkommen haben die Befragten wiederum. Ne? Sie sind ja Lehrerinnen und Lehrer, haben hohes Einkommen. Deswegen könnte es sein, dass Sie eher hierzu tendieren, weil Ihnen die 3.000 Euro zu gering sind im Vergleich zu Ihrem jetzigen Einkommen. Verstehen Sie? Aber der Clou ist, deswegen müsste man bei Ihnen mit höheren Zahlen wahrscheinlich hantieren. Aber wenn ich meine Studierenden, was glauben Sie, was passiert, wenn ich den Studierenden diese Frage stelle? Wenn die alle Neoklassikerinnen wären, müssten 100% sagen Welt 2. Ne? Weil 5.000 Euro natürlich besser sind als 3.000. Im letzten Wintersemester haben bei mir 42% haben gesagt, sie würden die Welt A wählen. Ich war fast noch etwas überrascht, weil in den Jahren vorher waren das oft noch deutlich mehr. Das heißt, sie verzichten auf 2.000 Euro, wenn dafür die anderen noch weniger haben. Ne? Und wenn man denen das dann so... Ja, genau. Und das heißt, aus der Neoklassik wäre aber das nur die Frage A oder B. Ne? Hier haben Sie 3.000 Euro, hier haben Sie 5.000 Euro. Warum sollte man A wählen? Das liegt doch auf einer geringeren Indifferenzkurve. Ne? Und wenn man die Frage aber so stellt, wird vielen, glaube ich, erst diese strukturelle Gewalt deutlich, die in dieser Indifferenzkurvenanalyse verankert ist, weil es uns im Prinzip zwingt, sozusagen so quasi autistisch nur auf uns zu schauen. Es ist völlig egal, was um uns herum passiert. Nur ich, egozentrisch, ich zähle. Ne? Und wenn man dann fragt, ja, was ist besser, A oder B, ja, dann haben die halt natürlich gelernt, höhere Indifferenzkurve ist besser als niedrigere Indifferenzkurve. Ne? Aber wenn Sie halt dann sagen, in dem Punkt hier haben Sie weniger als die meisten anderen und in dem Punkt haben Sie mehr als die meisten anderen, dann verändert sich sofort die Logik. Weil wenn man ehrlich ist, wer würde wirklich gerne in Welt 2 leben, ne? Wo man selber weniger hat als alle anderen. Und wir haben jetzt nicht keine so richtige Zeit, aber vielleicht, wenn Sie das interessiert, da gibt es auch in der Biologie gibt es da ganz viele Studien zu. Also man hat solche Experimente auch mit Affen zum Beispiel gemacht. Ne? Das ist sehr lustig, das Video können Sie sich ja vielleicht mal zu Hause anschauen. Also auch das ist eine interessante Ausweitung der Interdisziplinarität. So, und jetzt, dann gibt es noch ähnliche Gedankenexperimente, die ich auch immer mit den Studierenden mache und die, glaube ich, auch sehr interessant sind. Also wieder selbe Idee, Sie können zwischen zwei Welten wählen, die unterschiedlich sind mit einer Ausnahme. Und hier geht es jetzt nicht um eine Variation des Einkommens, sondern der Freizeit. In Welt 1 haben Sie 3 Wochen Urlaub im Jahr, alle anderen haben 2 Wochen Urlaub im Jahr. In Welt 2 haben Sie 5 Wochen Urlaub, alle anderen haben 8 Wochen. Also Sie sehen, die Zahlenverhältnisse sind wieder gleich. Ne? Vorher waren es 3.000 Euro, 2.000 Euro, 5.000 Euro, 8.000 Euro. Jetzt sind es 3 Wochen, 2 Wochen, 5 Wochen, 8 Wochen. Und hier ist es jetzt interessanterweise so, dass eine riesige Mehrheit die 5 Wochen Urlaub wählt, selbst wenn andere 8 Wochen wählen. Ne? Vorher war es ja so, viele sagen, ich verzichte auf Einkommen, wenn dafür die anderen noch weniger haben und ich beim Einkommen besser dastehe als die anderen. Ne? Hier ist es nicht so. Also nur ganz wenige sagen, ich habe lieber 2 Wochen weniger frei, wenn dafür die anderen noch weniger frei haben. Ne? Ist ja auch, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie eine perverse Haltung. Ne? Zu sagen, ja okay, wenn die anderen fast gar keinen Urlaub haben, dann verzichte ich dafür auch auf Urlaub. Ne? Und endgültig klar wird es dann mit so einem Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie verunglücken bei der Arbeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%, tödlich.
und alle anderen mit einer Wahrscheinlichkeit von 8%. Und Welt 2, Sie verunglücken mit 3%, alle anderen mit 2%. Ne? Wenn Sie jetzt diese Logik hätten, ich will relativ gut dastehen, dann würden Sie sagen, ja, dann sterbe ich lieber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn die anderen mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit sterben, als mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit sterben zu müssen, wenn das dann mit der Demütigung einhergeht, dass die Sterbewahrscheinlichkeit der anderen noch geringer ist als meine. Ne? Ich weiß nicht, wer diese 9% sind, ne? aber hier ist es jetzt wirklich so, die Studierenden, die füllen auch die oft nicht so ernsthaft aus, leider, diese Fragebögen. Aber fast alle würden hier sagen, das ist schon irgendwie besser. Ne? So, und das ist interessant, oder? Weil in der Neoklassik hat man immer ja diese Indifferenzkurven und es gibt diese Nutzenfunktion und Einkommen und Freizeit sind zwei Argumente in der Nutzenfunktion. Und es gibt immer diesen Zielkonflikt Einkommen-Freizeit. Und aber aus der evolutionär-institutionellen Perspektive müssten wir unterscheiden zwischen sogenannten positionalen Gütern. Der Konsum ist ein positionales Gut, weil ich mit Konsum sozialen Status signalisieren kann. Und sozialer Status ist inhärent relativ. Für den sozialen Status ist nur wichtig, wie gut stehe ich da im Vergleich zu anderen. Das absolute Niveau ist völlig egal. Ne? Die Hartz-IV-Empfängerinnen heute haben einen höheren, oder wie heißt das jetzt, Bürgergeldempfängerinnen heute, die haben ja ein höheres absolutes Einkommen als die Fürsten im 14. Jahrhundert. Ne? Das bringt ihnen aber nichts. Die stehen ja nicht jeden Morgen auf und sagen, meine Güte, wir leben wie die Maden im Speck. Wir haben einen höheren Lebensstandard als Ludwig der 14. oder so, was ja de facto der Fall ist. Ne? Sondern die vergleichen sich mit anderen, die heute leben. Und das wird in der Neoklassik überhaupt nicht klar. Und der Vergleich läuft über den Konsum in der kapitalistischen Gesellschaft. Ne? Und Freizeit oder Sicherheit am Arbeitsplatz und so sind auch Güter. Das heißt, die Individuen finden sie wichtig und sie erhöhen den individuellen Nutzen. Es sind aber keine positionalen Güter. Also sie können mit einer relativ hohen Freizeit können sie nicht einen hohen Status signalisieren. Ne? Mit einem relativ hohen Einkommen, Konsum schon. Weil sie dann, in USA schicken sie die Kinder auf die besseren Kitas, auf die besseren Schulen. In Deutschland leben sie halt in besseren Häusern und auch da, es ist ja nicht wichtig, ob das Haus gut ist, es ist wichtig, ob es besser ist als das von anderen. Ne? Und deswegen, denke ich, kommt es beim Konsum auf die relativen Niveaus an und beim Einkommen auf die absoluten. Und deswegen haben wir dieses Paradox, dass obwohl die gesamte Gesellschaft es gut fände, nur 15 Stunden zu arbeiten, das zeigen ja auch Umfragen, trauen sich aber die wenigsten Individuen im Alleingang die 15 Stunden zu wählen, weil dann hätten sie zwar relativ mehr Freizeit als die anderen, aber eben relativ weniger Konsum. Und das senkt den sozialen Status. Ne? Und das wird komplett ausgeblendet im neoklassischen Modell. Und auch hier, ich würde sagen, das ist eine intradisziplinäre Kritik. Das ist keine soziologische oder so Kritik, sondern das ist halt ein anderes ökonomisches Modell. Ne? Genau. In der Biologie gibt es da schöne Analogien. Ne? Also bei Adam Smith, da kommt es auf den individuellen Vorteil an, Konkurrenz, unsichtbare Hand. Die Geparden haben Vorteil, wenn sie schneller rennen. Dadurch pflanzen sich die schnelleren Geparden fort. Die Rasse der Geparden wird immer schneller, ist gut für alle. Ne? Die guten Bäcker setzen sich durch, dadurch wird das Brot immer besser, ist gut für alle. Ne? Die guten Brauerinnen setzen sich durch in der Konkurrenz, dadurch wird das Bier immer besser. Ne? Aber in der Biologie, da gibt es solche individuellen Statuskämpfe, wo bestimmte Dinge gut sind für die Individuen, aber schlecht für die Rasse. Also ein großes Geweih ist gut für den Hirsch, weil er gegen den anderen Hirsch gewinnt. Die absolute Größe ist völlig egal, die relative Größe ist wichtig. Ne? Ist mein Geweih größer als deins? Wenn ja, gewinne ich, pflanze mich fort, weil es eine polygame Rasse ist. Das ist aber schlecht für die Rasse der Hirsche, weil diese Geweihe völlig völlig Banane sind eigentlich sozusagen aus der Perspektive der Gruppe. Ne? Hat ja keinerlei Vorteile, so große Geweihe zu haben für die Gruppe. Die bleiben ständig in Bäumen hängen, werden gefangen von Feinden und so, brauchen mehr Futter, werden unbeweglicher. Das heißt, das, was gut ist für den Einzelnen, ist schlecht für die Gruppe. Ne? Und so ist es möglicherweise bei Menschen auch sozusagen. Was gut, ein hoher relativer Konsum ist gut für den Einzelnen, ist aber schlecht für die psychische Gesundheit, weil wir zu lange arbeiten, und ist schlecht für die Umwelt. Ne? Das ist eigentlich eine Analogie zu den Statuskämpfen, die über den Konsum laufen, sind eine Analogie zu den Statuskämpfen, die bei den Hirschen über die Geweihe laufen. Ne? Und das ist das kann man als Gefangenendilemma dann zum Beispiel modellieren. Also hier haben wir A und B. Wenn die kooperieren, arbeiten die beide wenig, haben dann gleich viel Einkommen, aber mehr Freizeit, weil sie weniger arbeiten.
Wenn aber B weniger arbeitet, dann hat A einen Anreiz zu sagen, okay, pass auf, B arbeitet weniger, wenn ich jetzt einfach dafür mehr arbeite, habe ich einen höheren relativen Konsum, habe einen höheren sozialen Status, bin ein Player und B ist der Better, ne? Und umgekehrt. Aber wenn beide die gleichen Anreize haben, kommen wir hier in dieses Nash-Gleichgewicht. A und B haben beide wieder gleich viel Einkommen, aber weniger Freizeit. Weil die jetzt auf einem niedrigeren Freizeitniveau beide mehr Einkommen und Konsum haben. Damit sind sie genauso zufrieden, wie sie hier wären über ihren relativen Konsum, weil der absolute Konsum in unserer Luxusgesellschaft ist nicht mehr wichtig, sondern der relative ist wichtig. Aber beide haben weniger Freizeit. Ne? Und das erklärt möglicherweise auch, warum die Zufriedenheit nicht mehr zunimmt in den letzten 30, 40 Jahren, obwohl die Einkommen immer weiter steigen, weil eben das relative Einkommen ist wichtig, nicht das absolute. Ne? Okay, und das könnte auch, ich muss mir ein bisschen auf die Zeit schauen, vielleicht erklären, warum in unterschiedlichen Spielarten des Kapitalismus die Arbeitszeit so unterschiedlich ist. Ne? Also hier sehen Sie die durchschnittlichen Arbeitszeiten pro Beschäftigten in verschiedenen Ländern. Und Sie sehen, dass in den USA, das ist die blaue Linie hier, die Beschäftigten pro Jahr so zwischen 300 und 400 Stunden mehr arbeiten als in den europäischen Ländern. Das ist extrem viel. Ne? Wenn Sie überlegen, 400 Stunden mehr im Jahr, das sind 10 volle Wochen. Und eine Erklärung, die, also wie erklären Sie das neoklassisch? Ist sehr schwer zu erklären. Aus so einer evolutionär-institutionellen Perspektive kann man es erklären mit der Ungleichheit, die in den USA viel höher ist, weil die unteren Einkommensgruppen versuchen, durch lange Arbeitszeiten mitzuhalten mit dem Konsum der Reichen. Und deswegen verzichten sie auf Freizeit, die nicht statusrelevant sind, um den statusrelevanten Konsum auszuweiten. Ja, ich langweile Sie nicht hier mit diesen Ergebnissen. Wir haben so ein Paper geschrieben, das heißt Varieties of the Rat Race, also sozusagen Varianten des Hamsterrads. Und da findet man, dass zentralisierte Lohnverhandlungen, also Tarifbindung, Sie sehen hier das negative Vorzeichen, korreliert mit kürzeren Arbeitszeiten, weil eben eine kollektive Verhandlung über Arbeitszeit diese positionale Externalität internalisieren kann. Also das ist ein sehr technisches, ökonomisches Argument. Wenn ich die Individuen entscheiden lasse, wie viel wollt ihr arbeiten, wie viel wollt ihr frei machen, gibt es immer die Tendenz, dass zu wenig Freizeit gewählt wird und zu viel Einkommen und Konsum, weil es Statuskämpfe gibt über den Konsum und nicht über die Freizeit. Wenn Sie die Gruppe fragen, und nichts anderes ist ja ein Kollektivvertrag, ne? Tarifbindung, wollt ihr als Gruppe mehr Einkommen oder mehr Freizeit, dann wird häufig viel mehr Freizeit gewählt als Einkommen, weil die Gruppe entscheidet und dieses Gefangenendilemma ausgeschlossen wird. Ne? Also diese positionalen Externalitäten werden internalisiert. Und ja, das, ich hoffe, dass das beispielhaft illustriert, was ich meine mit einer intradisziplinären Pluralität, Kontroversität. Ne? Das ist kein philosophisches, schöngeistiges Argument, sondern es ist ein hartes, sozusagen ökonomisches Argument. Ne? Feministische Perspektive, das sind auch die letzten zwei Folien, ist es aus neoklassischer Perspektive ganz schwer zu erklären, warum die Verteilung von Arbeitszeit und dann auch von Einkommen zwischen Männern und Frauen so unterschiedlich ist. Ne? Also Sie sehen hier den Wochentag und den Sonntag. Und grün ist Erwerbstätigkeit, das wird Sie jetzt nicht überraschen. Die Erwerbstätigkeit ist bei Männern viel, viel länger als bei Frauen. Und dann die Kinderbetreuung, Waschen, Kochen, Putzen, Besorgungen, Administratives, Reparaturen, Gartenarbeit. Darauf verwenden Frauen viel mehr Zeit als Männer. Sodass Männer und Frauen an einem Wochentag etwa gleich viel arbeiten, aber Männer eben sehr viel mehr bezahlt und Frauen sehr viel mehr unbezahlt. Und am Sonntag arbeiten die Frauen mehr als die Männer, weil eben selbst an dem Sonntag die Männer weniger unbezahlte Arbeit machen als die Frauen. Ne? Obwohl sie ja dann nicht in der Erwerbsarbeit sind. Ne? Das heißt, insgesamt arbeiten Frauen etwas mehr als Männer, aber eben Männer mehr bezahlt und Frauen mehr unbezahlt. Und aus der Neoklassik, da gibt es durchaus auch kritische Untersuchungen dazu, wird das fast immer auf die negativen Arbeitsanreize zurückgeführt, die durch das Ehegattensplitting entstehen. Ne? Und da gibt es dann solche ganz interessanten Prognosen, unter anderem hier von der Nicola Fuchs-Schündeln, die ist hier an der Uni Frankfurt, auch sehr einflussreiche neoklassische Ökonomin, war mal Vorsitzende vom Verein für Sozialpolitik.
Und die hat berechnet, dass wenn wir in Deutschland zu einer Individualbesteuerung übergehen würden, also das Ehegattensplitting abschaffen würden, dann würde sich das Arbeitsangebot der verheirateten Frauen um 25% erhöhen in Deutschland. Die feministische Ökonomik, die wird das sicherlich hier nicht sozusagen anzweifeln, sagt aber, dass Geschlechternormen, da sind wir wieder bei den endogenen Präferenzen, ne? Also es geht nicht um die, also hier haben Sie im Prinzip die Hypothese, wir haben individuelle Präferenzen, die Frauen würden gerne mehr arbeiten, sie werden aber vom Ehegattensplitting daran gehindert, ne? Vom Steuersystem. Und die feministische Ökonomik, die betont eben Geschlechternormen und Geschlechterkonflikte und auch sozial konstruierte Geschlechternormen, die halt dann mit endogenen Präferenzen einhergehen und argumentiert, dass die viel mächtiger sind als individuelle Anreize. Und da gibt es hochinteressante auch Befunde zu. Also einmal, allein wenn Sie Westdeutschland und Ostdeutschland vergleichen, hier sehen Sie, mit welcher Häufigkeit Frauen wie viel zum Haushaltseinkommen beitragen. Sie sehen hier im Osten, die höchste Häufigkeit haben wir bei knapp 50%. Ne? Also die meisten Frauen in Ostdeutschland tragen halt um die 50% zum Haushaltseinkommen bei. Es gibt relativ wenige, die mehr als 50% beitragen und mehr, die weniger als 50% beitragen. Aber die höchste Häufung haben wir hier um die 50%. Und in Westdeutschland sieht es so aus. Ne? Die höchste Häufung liegt bei 10%. Also die höchste Häufung von Frauen trägt zu 10-20% nur des Haushaltseinkommens bei. Dabei haben wir seit über 30 Jahren dasselbe Steuersystem in Ostdeutschland und Westdeutschland. Das heißt, die Anreize alleine können es nicht sein. Da müssen irgendwelche Geschlechternormen dahinter stehen. Und da gibt es ganz spannende Studien, auch extrem gut publiziert in hoch angesehenen amerikanischen Ökonomie-Journals. Die schauen sich dann an, hier zum Beispiel die Scheidungswahrscheinlichkeit bei Ehefrauen und Ehemännern nach einer Beförderung. So, sehen Sie das hier. Hier findet eine Beförderung statt im Beruf. Ne? Also Sie machen die nächste Karrierestufe und werden befördert. Und hier sind wir 4 Jahre vor der Beförderung, hier sind wir 4 Jahre nach der Beförderung. Schwarz ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen noch verheiratet sind. Und grau ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer noch verheiratet sind. So, selbst vor der Beförderung fällt die, weil Menschen sich halt scheiden lassen, aus allen möglichen Gründen. Aber nach der Beförderung fällt die Wahrscheinlichkeit, dass die Männer verheiratet bleiben, im gleichen Tempo wie vor der Beförderung. Also die Beförderung schadet dem Eheleben der Männer nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau geschieden wird, steigt extrem. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau nach der Beförderung verheiratet bleibt, ist 4 Jahre nach der Beförderung viel, viel geringer als vor der Beförderung, beziehungsweise als die Wahrscheinlichkeit des Mannes, verheiratet zu bleiben nach der Beförderung. Und hier haben Sie jetzt was Ähnliches für die Politikerinnen. Hier ist eine Wahl das hier sind Frauen und die schwarze Reihe, das sind Frauen, die in der Wahl gewinnen. Und die graue Reihe sind Frauen, die Wahl verlieren, also nicht das politische Amt erreichen, das sie angestrebt haben. Vor der Wahl fällt die Wahrscheinlichkeit, verheiratet zu sein, gleichermaßen. Nach der Wahl fällt die Wahrscheinlichkeit, verheiratet zu sein, für die Wahlsiegerinnen massiv und für die Wahlverliererinnen kaum. Und bei Männern ist egal, wenn die Wahl gewinnen oder verlieren, die Scheidungswahrscheinlichkeit bleibt davon unberührt. Und feministische Interpretation wäre natürlich, okay, die Ehe erträgt es nicht, wenn die Frau befördert wird oder die Wahl gewinnt, weil, was weiß ich warum, ne? Weil der Mann nicht damit klarkommt, dass jetzt die Frau die Hauptverdienerin ist oder so erfolgreich ist, oder die Frau scheitert daran, dass gesellschaftlich gesellschaftlich konstruierte Norm, dass sie sich mehr um den Haushalt kümmern muss als der Mann, aufrechtzuerhalten nach der Beförderung oder nach dem Wahlerfolg. Ne? Und auch hier, das sind sogenannte quasi natürliche Experimente, die in Ökonomie-Journals publiziert werden. Und die
ja, sozusagen diese intradisziplinäre Pluralität oder Kontroversität, von der ich jetzt mehrfach gesprochen habe, glaube ich, ganz gut herstellen können. Also was wäre, also die, meine Abschlussreflexion wäre, in Schulbüchern wird Kontroversität oft dadurch hergestellt, dass ein neoklassisches ökonomisches Modell mit neoliberalen Politikimplikationen dann soziologisch oder politikwissenschaftlich inspirierter Prosa gegenübergestellt. Das ist etwas hart formuliert, aber so, um den Punkt klar zu machen. Und es wäre meiner Meinung nach wichtig, Kontroversität systematischer auch darüber herzustellen. Also ich glaube, die politikwissenschaftliche und soziologische Kritik ist extrem wichtig. Davor haben Sie mich hoffentlich nicht falsch verstanden. Aber auch darüber herzustellen, dass Modelle unterschiedlicher ökonomischer Paradigmen gleichberechtigt diskutiert werden, neben dem neoklassischen Modell. Oh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war etwas lang, ne? Gar kein Problem, ich glaube, das war es wert. Vielen Dank für den tollen Einblick in diese intradisziplinären, pluralen Perspektiven auf die Arbeitszeitdebatte. Wir haben zumindest noch kurz Zeit für ein paar Rückfragen. Ich denke, dass sich einige ergeben haben. Ich habe schon Gemurmel gehört. Eigentlich muss ein Mikro da sein. Genau. Also genau, es gibt ein Mikro. Wenn Sie Fragen haben, dann kommt Frau Müller zu Ihnen und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Können Sie einfach warten Sie ganz kurz, bis Frau Müller bei Ihnen ist, weil sonst versteht man das immer so schlecht. Erstmal vielen Dank für den doch überwiegend ökonomisch orientierten Vortrag, so möchte ich das mal zusammenfassen. Unter dem sozioökonomischen Blick hätte ich mir allein die Erwähnung von den Begriffen Work-Life-Balance, Lebensqualität-Kritik oder auf der internationalen Ebene die Indikatoren, also vom BIP hin zum Human Development Index bis hin zu einem Glücksindex. Man könnte sogar in ethnologischer und Welt soziologischer Hinblick auch überhaupt Entwicklungsorientierungen wie den Bon Vivir-Ansatz in Lateinamerika einbeziehen. Und das wäre dann für mich wirklich eine breite sozioökonomische und kulturelle Ansatz. Sie haben sich aber bewusst jetzt auf diese ökonomischen Schwerpunkte und innerhalb der Ökonomie entschieden. Ist richtig verstanden? Genau. Ja. Soll ich da, wollen wir sammeln oder noch was? Oder? Ich glaube, Sie können direkt. Ja. Ja, genau. Genau, dass dieses Missverständnis nicht entsteht, hatte ich gehofft, dass ich irgendwie die soziologischen oder politikwissenschaftlichen Ansätze abwerten wollen würde oder sowas, sondern ich habe vor allem versucht, darauf hinzuweisen, dass auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaft viel mehr Pluralismus vorhanden ist, als häufig in Schulbüchern zum Beispiel dargestellt wird. Und alle Punkte, die Sie genannt haben, finde ich extrem wichtig und gut. Ich glaube nur, die sind eigentlich auch ganz gut schon verankert in Schulbüchern und auch und aber die intradisziplinäre Kontroversität ist, glaube ich, eine Leerstelle, die es zusätzlich zu füllen gelte. Weil, wenn ich das noch ergänzen darf, also gerne weitere Fragen, ne? Aber meine Erfahrung ist, das hatte ich am Anfang so gesagt, es ist so eine Art Waffenungleichheit und es bleiben häufig die Modelle hängen. Und diese komplexere sozusagen Kritik, die Sie angedeutet haben, bleibt oft nicht hängen, bei meinen Studierenden jedenfalls, sondern die klammern sich sehr stark an diese Modelle. Und das sehe ich als Problem an. Können Sie es gerade? Und es gibt, solange Sie... Es gibt auch so diese Tendenz zu sagen, okay, auf der einen Seite haben wir die harte Ökonomik, die zeigt uns das, was rational ist, was technisch möglich ist und so weiter. Und dann gibt es moralische Kritik daran. Ne? Aber wir wollen doch gut leben oder sowas. Ne? Oder wir, das ist alles so hart und rational oder so. Ne? Und das finde ich auch eine ganz gefährliche Schieflage, weil häufig auch in politischen Debatten so eine Argumentationsstruktur kühl kalkuliert, rational, mathematisch berechnet versus emotional, träumerisch, visionär. Da verliert oft das träumerisch, visionäre, menschliche und so. Und worum es hier mir immer geht zu zeigen ist, es gibt eine intradisziplinäre Kritik am neoklassischen Modell
Und der Individualismus, dem Vorschub geleistet wird durch eine neoklassische Perspektive, kann dazu führen, dass die Bedürfnisbefriedigung in einem harten ökonomischen Sinne der Menschen schlechter gelingt als durch kollektive Entscheidungen. Also das zeigen zum Beispiel diese positionalen Externalitäten. Und damit haben wir dann eine Konfrontation von Ideen auf Augenhöhe, würde ich sagen, und nicht Effizienz versus Gerechtigkeit, sondern Effizienz versus Effizienz. Und die Gerechtigkeitsüberlegungen kommen ja noch dazu. Ne? Aber ja, das ist meine Motivation dabei. Ja. Ging schon in die gleiche, haben einen Teil meiner Frage schon beantwortet, nämlich die geht dahin zu fragen, warum man so in dem auch, was weiß ich, wirtschaftswissenschaftlichen, sagen wir mal, allgemein verfügbaren Publikationen, die so über die allgemeine Presse gehen, warum das weniger thematisiert wird. Sie haben das gerade schon beim politischen Bereich angesprochen, dass es da ähnlich ist. Man könnte ja über diese Effizienzfrage viel trefflicher streiten, auch journalistisch streiten. Das passiert aber offensichtlich nicht in der Form, wie man das erwarten würde. Deswegen war vieles für viele, glaube ich, auch relativ ja, entweder neu oder nochmal jetzt überzeugender in der Darstellung. Mhm. Wo kommt das her, dass es da wenig Wille, Bereitschaft oder Fähigkeit gibt? Das weiß ich ja eben nicht, das ist Kern der Frage. Ja. Das quasi öffentlich prägnanter darzustellen in irgendeiner Form. Das ist natürlich eine ganz große Frage und sehr politisch und habe ich auch sozusagen keinerlei jetzt irgendwie wissenschaftliche Expertise, aber wenn meine persönliche Meinung wäre, dass es sehr stark von Hegemonie abhängt und von politischem Zeitgeist, und wir hatten natürlich jetzt irgendwie einen neoliberalen Zeitgeist von 1980 ungefähr bis zur Krise oder gewisserweise auch noch bis jetzt. Und es stehen natürlich da bestimmte Interessen dahinter und es gibt einen Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften und auch die Nobelpreise, die vergeben worden sind, lange Zeit gingen eben in eine neoklassische Richtung. Mein Eindruck ist, dass sich das in den letzten 10 Jahren doch schon auch deutlich aufgeweicht hat und eben immer die Ökonomie sich immer weiter pluralisiert. Und Sie kennen ja wahrscheinlich das Netzwerk Plurale Ökonomik, also es gab ja auch Protest aus der Studierendenschaft und die hat ja eingefordert, mehr Pluralismus, sowohl intradisziplinär als auch mehr Interdisziplinarität. Und es gibt zum Beispiel, wo ich auch zum Teil mit Projekte gemacht habe, das Institute for New Economic Thinking, also das ist von George Soros komischerweise finanziert unter anderem, ne? Die versuchen, oder auch Joseph Stiglitz als einer der Nobelpreisträger, und andere versuchen ja jetzt gerade auch für mehr intradisziplinäre Kontroversität, Pluralismus zu werben. Und letztlich, glaube ich, gibt es halt eine Interaktion irgendwie mit den politischen Machtverhältnissen, Kraftverhältnissen. Ne? Also mein Beispiel dafür ist immer Keynes, hat 1936 die allgemeine Theorie geschrieben. Und dann war ja, nach meiner Interpretation ist die Hauptvision die Überwindung der Knappheit und die Überwindung des ökonomischen Problems und so weiter. Aber ein wichtiger Beitrag war ja, antizyklische Fiskalpolitik kann die Arbeitslosigkeit-Problematik mitlösen. Und das war 1936. Aber schon 1933 hat Roosevelt eigentlich in den USA eine keynesianische Politik gemacht, vor Keynes, und die Nazis letztlich auch. Ne? Also in Deutschland haben wir 1936 Vollbeschäftigung wieder gehabt über antizyklische Fiskalpolitik. Und da ist exakt die Politik von Keynes im Prinzip gemacht worden, halt im Militär-Keynesianismus. Das heißt, wenn der Zeitgeist bereit ist, dann wird auch schnell eine ökonomische Theorie dazu geliefert, die den Zeitgeist bestätigt. Ne? Die Ökonomen haben häufig so diese Allmachtsfantasien. Wenn sie nur das richtige Modell hinschreiben, dann wird die Politik und wird die Gesellschaft sagen, ach so, jetzt haben wir es verstanden. Aber ich glaube, es ist eigentlich fast eher umgekehrt. Wenn der Zeitgeist dafür bereit ist, dann kommt auch die ökonomische Theorie, die den Zeitgeist dann sozusagen nachträglich legitimiert. Also es ist natürlich sehr komplex, aber ich glaube, ganz falsch ist es nicht. Ja, dann können wir, weil wir gehen jetzt gleich in die Kaffeepause, dann kann man ja vielleicht auch nochmal die ein oder andere Rückfrage im persönlichen Gespräch führen. Wir danken Ihnen sehr herzlich für den Vortrag und dass Sie uns noch die Fragen beantwortet haben, dass Sie hier waren, und freuen uns jetzt, den Tag noch weiter miteinander verbringen zu dürfen. Ich hatte schon gesagt, wir gehen jetzt in die Kaffeepause. Danach sind wir in den Workshops und gleich schon der Hinweis, danach geht es in die Mittagspause. Dann
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schön, dass Sie alle aus der Mittagspause zurück sind, gestärkt und hoffentlich auch mit ein bisschen Kaffee versorgt. Wir kommen zu unserem zweiten Vortrag und dazu begrüße ich ganz herzlich, es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre, Frau Professorin Birgit Weber von der Universität zu Köln begrüßen zu dürfen. Ich habe mal geguckt, was sie alles so bisher gemacht hat. Das sind ziemlich viele Dinge. Ich werde jetzt einfach nur mal so ein paar Sachen nennen. Vielleicht erstmal interessant zu wissen, sie ist Professorin für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung. Sie hat wirklich zu sehr vielen schulbezogenen Themen gearbeitet und was ich besonders sympathisch oder interessant finde, dass es dabei auch immer um die SchülerInnenvorstellungen ging in Bezug auf das, was sie eigentlich in einem sozialwissenschaftlichen Unterricht lernen. Sie hat Curriculumsstudien gemacht, sie hat zu ökonomischer Bildung geforscht, zu sozioökonomischer Bildung, zu Nachhaltigkeit, Verbraucherbildung. Ich könnte die Liste jetzt noch endlos fortführen, aber wahrscheinlich werden wir gleich sowieso einen schönen Einblick bekommen. Liebe Birgit, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bist. Das ist sehr schön, dass du unseren Fachtag bereicherst und das Mikrofon gehört dir. Herzlichen Dank, liebe Susanne. Corona hat uns 3 gruselige Jahre beschert, in denen wir aber alle bequem da durchgekommen sind, so auf der einen Seite. Und man hat auch Menschen per Zoom kennengelernt, die einem so vertraut waren, obwohl man sie eigentlich nur virtuell kannte. So geht es mir mit Susanne Gessner. Deswegen freut mich außerordentlich, dass ich jetzt hier sein darf und quasi in Hessen, da habe ich auch irgendwann vor 30 Jahren nicht in Hessen mal angefangen, aber war halt auf unterschiedlichen Tagungen, wo es darum ging, so Beispiele vorzustellen. Und von daher habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Jetzt geht es nicht um Beispiel. Also so, ne, also das möchte ich halt an der Stelle sagen, sondern die Frage war ja, was ist eigentlich sozioökonomische Bildung? Was, also, und meine Studierenden schimpfen auch über meine Folien, also insofern, ich werde sie erschlagen, also so, aber sie kriegen ja auch alle hinterher. Genau, ich möchte erst ganz kurz was zur historischen Einordnung sagen, von der ökonomischen zur sozioökonomischen Bildung, oder geht es eigentlich vor allen Dingen ein Streit um das Fach? Also das so an der Stelle, die dann halt zu dieser neuen Variante geführt hat. Dann halt so ein paar Klärungsversuche. Was ist eigentlich sozioökonomische Bildung? Also starten mit, welche Aufgaben hat denn die Fachdidaktik grundsätzlich? Es sollte schon auch ein Verständnis da sein, was verstehen eigentlich ökonomische BildnerInnen darunter, um diese Anforderungen sozioökonomischer BildnerInnen überhaupt verstehen zu können. Dann würde ich kurz dieses Verhältnis Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft ein bisschen in den Blick nehmen, um dann zu fragen, was ist ökonomische, was sozioökonomische Bildung? Man sollte die Folien nicht im Zug noch ändern. Genau. Dann würde ich, ich hatte ja so Curriculumstudien beschrieben, die Susanne Gessner hat halt davon berichtet. Ich sage, 1999 habe ich mal im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die ökonomische Bildung am Gymnasium halt untersucht und Jürgen Schlösser hat damals gesagt, so, das machen wir jetzt. Und ich habe gedacht, na gut, aber länger als ein Jahr Lebenszeit werde ich dem nicht widmen. Tja, es kommt immer anders, als man denkt. Genau, und dann halt, und da ist schon die Frage, und das ist sicherlich auch ein Gegenstand der Diskussion, vertritt denn die politische Bildung die ökonomische Bildung wirklich besser, wie häufig behauptet, oder vielleicht sogar auch wirklich mit? So, Staccato meiner Curriculumstudien. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, ist die ökonomische Bildung tatsächlich alleiniger Garant einer guten und adäquaten sozioökonomischen Bildung? Ich würde dann halt übergehen, also das halt zu diesen Empirie der Curriculumstudien, wo es um die Curricula in ganz Deutschland geht, aber vor allen Dingen die Sekundarstufe 1, würde dann halt dazu übergehen, über das Verhältnis von Politik und Wirtschaft zwischen Dominanzaddition und Isolation und dort einen kleinen Einblick geben, wie beurteilen eigentlich Fachwissenschaftlerinnen das Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft, wie sehen die das?
um schließlich halt zu fragen, welche Verzerrungen und Einseitigkeiten würden möglicherweise bedingt sein durch Trennung, aber vielleicht auch durch Integration, um zum Schluss sozioökonomische Bildung sinnstiftend verankern. Das habe ich irgendwie so in den Titel geschrieben. Vor allen Dingen geht es mir darum, ein paar provokative Thesen möglicherweise an die politischen Bildnerinnen zu richten. Ich verstehe mich auch als solche. Auch. Genau, aber um Verzerrung und Überwältigung zu vermeiden. Genau, wo liegen eigentlich solche Überwältigungsgefahren? Sind Ihre hessischen Lehrpläne vielleicht auch überwältigend? Also allein schon von der Curriculumgestaltung her, möchte ich Sie mal fragen. Und genau, da habe ich nämlich dann auch einen Blick reingeworfen, nachdem ich mit Schrecken festgestellt habe, dass ich die 21 überarbeiteten Lehrpläne in meiner eigentlich 21 abgeschlossenen Curriculum-Analyse, aber erst 23 erschienenen, gar nicht ordentlich verarbeitet habe. Aber so viel hat sich ja nicht verändert. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Genau. Also zur historischen Einordnung von der ökonomischen zur sozioökonomischen Bildung, vor allem ein Streit ums Fach. Ne, so der erste Blick ist von 1970 bis 2000, jetzt mal so grob gesagt, könnte man sagen, Wirtschaft war vor allen Dingen integriert in Arbeitslehre, Sozialkunde und zum Teil, ganz selten, gab es das auch alleine. Und zu der Zeit gab es halt diverse Wirtschaftsdidaktiker, vereinzelt an irgendwelchen Hochschulen. Man könnte sagen, vor allen Dingen bis 1980 an pädagogischen Hochschulen, wo sie sowohl das Fach als auch die Fachdidaktik gemacht haben und sich damals drei Fragen stellen mussten. Die eine, Also die eine Frage war halt so nach dem Motto, was für eine ökonomische Bildung brauchen eigentlich Jugendliche. Und das war die Konzeption lebenssituationsorientierte, auch emanzipatorische und schon handlungsorientierte ökonomische Bildung. Andere haben sich gefragt, welche Inhalte müssen eigentlich zentral eine Rolle spielen, damit SchülerInnen in dieser komplexen Lebenswelt halt tatsächlich auch irgendwie so ein Verständnis für diese ganzen Koordinationsprozesse und wie das Ganze miteinander zusammenhängt, auch tatsächlich erfolgt. Das hat dann halt die kategoriale Wirtschaftsdidaktik vertreten. Und schließlich, ne, Sie kennen vielleicht alle diesen wunderbaren Spruch der Kultusministerkonferenz, die im Jahre 2000 irgendwie legitimieren musste, warum Wirtschaft in den Lehrplänen nicht ordentlich verankert ist. Und sie damals halt gesagt hat, das passiert überall in den Schulen irgendwie. Also so ähnlich haben sie das auch gesagt, irgendwie passierte das auch in den Schulen. Und Gerd-Jan Krol hat dann damals halt gesagt, naja, also eigentlich, wenn keine Paradigma, also wenn quasi die Paradigmen der Ökonomik darin keine Rolle spielen, sprechen wir eigentlich nicht von ökonomischer Bildung. Ich würde mal sagen, diese drei unterschiedlichen Konzeptionsansätze gab es in der engeren ökonomischen Bildung. Dann, nach der Jahrtausendwende, überfiel uns zum Glück, man könnte sagen, zum Glück für die Fachdidaktik, PISA. Und PISA brachte meines Erachtens halt für die Fachdidaktiken führte zu dieser gemeinsamen Entwicklung der Bildungsstandards, auch in der ökonomischen Bildung. Ne, der ein oder andere, ich glaube immer noch unter uns sitzen, ich habe nicht gesehen, geißelt das sicherlich zu Recht als die Kompetenzblase. Ne, so, wo ist er? Hallo Wolfgang. Genau, geißelt das als Kompetenzblase. Aber ich glaube, es war insofern ganz wichtig für die Fachdidaktiken, weil sie, ich weiß nicht, ob das in der politischen Bildung auch so war, in der ökonomischen Bildung war das, sonst laberten die irgendwie so wechselseitig vor sich hin. Und quasi für diese Entwicklung der Bildungsstandards hat man wirklich zusammengearbeitet. Ob das ein oder andere so gut war, sei dahingestellt. Aber man hat mal versucht, eine gemeinsame Entwicklung in die Gänge zu kriegen. Und das finde ich für die Professionalisierung in einem der neueren Fächer in der Stundentafel so wichtig, um den anderen auch verdeutlichen zu können, warum ist das relevant.
und nicht zu sagen, ach, wir haben den Ansatz und keiner weiß eigentlich so richtig. Und dass man sich von daher halt tatsächlich auf was verständigen konnte. Von daher haben wir in der ökonomischen Bildung, ich war damals irgendwie im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung, halt auch daran versucht zu arbeiten, so eine kompetenzorientierte Wirtschaftsdidaktik halt zu entwickeln, haben quasi so diese unterschiedlichen Konzeptionen irgendwie integriert in so ein gemeinsames Schema. Und es ist uns tatsächlich hinterher auch gelungen, für das Arbeitslehre-Curriculum irgendwie halt auch eine gemeinsame Konzeption zu entwickeln, wo nicht ein Haushalt oder Beruf oder Technik oder was auch immer das andere übergeordnet war, sondern quasi, wo das halt eingebettet ist. Und was zu dem Zeitpunkt halt enorm zugenommen hat, war diese enorme Zunahme empirischer fachdidaktischer Forschung auf der Basis dieser formulierten Kompetenzen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch formuliert waren. Aber das sei jetzt mal an dieser Stelle dahingestellt. Und dann hat in der ökonomischen Bildung, haben halt Kollegen versucht, diese Standards, die die Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung entwickelt hat, weiterzuentwickeln. Ne? Und zwar hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks halt in Auftrag gegeben, Bildungsstandards der ökonomischen Bildung zu entwickeln. Und ich war damals stellvertretende Vorsitzende und rief den Vorsitzenden an und sage, ey Thomas, was soll das? Wir haben die doch gerade entwickelt. Warum sollen denn da jetzt 20 Unternehmens- und Arbeitgeberverbände und so jetzt neue Standards entwickeln? Da sagt er, du kannst ja auch einen Antrag einreichen, ich habe meinen Teil schon zusammen. So, und wir machen das jetzt und wir entwickeln das weiter. Ich würde sagen, sicherlich erstmal gut gemeint, aber gut gemeint ist sicherlich auch nicht immer gut gemacht. Das Modell, was dort entwickelt worden ist, ist sicherlich so abwegig nicht. Aber das Problem dabei war, dass halt man ein einziges Haupt- und Leitkriterium hatte. Und dieses Leitkriterium, was das Fachwirtschaft von den anderen unterscheiden sollte, war Effizienz. Ne? So. Die Diskussion über Effizienz brauche ich hier nicht zu führen. Die hat, glaube ich, die politische Bildung lange genug geführt. Und aber das zweite Zentrale war, dass dort ein Fach Wirtschaft gefordert wurde. Und das wurde dann halt mit der Kraft der ganzen Unternehmerverbände, die 20, die dahinter standen, an sämtliche Kultusminister geschickt, um quasi das halt flächendeckend halt auch jeweils halt in den Ländern zu verankern. Ne, dann hat gegenüber dem Vorsitzenden, die stellvertretende Vorsitzende mit 4 anderen, halt eine Initiative für eine bessere ökonomische Bildung quasi geschrieben. Und wir haben halt so ein Kritikpapier an diesem ZDH-Gutachten getan. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass in einer relativ kleinen Gesellschaft die stellvertretende Vorsitzende schreibt, schickt da irgendwas hinterher, die Kritik, ne, gegenüber dem, was der Vorsitzende verschickt hat. Also ich war eigentlich dann diejenige, die die ökonomische Bildung irgendwie ins Grabe trägt oder so ähnlich. Also natürlich mit den anderen, die auch dabei waren. Dabei ging es mir vor allen Dingen darum, bei der Findung des Namens, Initiative für eine bessere ökonomische Bildung. Ich dachte, auch wir sind für eine bessere ökonomische Bildung. Möglicherweise meinten meine Kollegen, das weiß ich auch nicht so genau, wir haben die bessere ökonomische Bildung. Ne? Also das ist von daher, beides ist ja, könnte man so und so sehen. Es hat dann darüber hinaus einen Band gegeben, den Bettina Zurstraßen mit vielen politischen Bildnern und auch ökonomischen BildnerInnen bei der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht hat. Der hieß Ökonomie und Gesellschaft und sollte vor allem dem was entgegensetzen, dass quasi die Unternehmerverbände ja unheimlich viele Materialien kostenlos in die Schulen verbreiten. Und plötzlich war dieser Band vergriffen. Und es stellte sich dann halt auch heraus, dass quasi, das war so, ich glaube 2016, es stellte sich auch heraus, dass der
stellvertretende Vorsitzende der Arbeitgeberverbände beim Bundesinnenministerium interveniert hatte und gesagt hatte, es könnte doch nicht sein, dass so ein Band, wo man 3 kritische Aussagen drin fand, der eine war, dass es nur um den Lobbyismus der Arbeitgeberverbände ging und nicht auch des ADFC oder so ähnlich. So, und die 2 anderen, da ging es dann halt darum, das waren 2 Zitate aus Unterrichtsmaterialien, also die man nun wirklich, also und damit wollte man diesen Band verbieten. Da haben viele fachwissenschaftliche Gesellschaften gesagt, in welchem Land leben wir denn? Das geht doch hier alles gar nicht. Und die Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung hat sich da etwas merkwürdig positioniert, sodass viele Kollegen gesagt haben, okay, wir machen eine neue Gesellschaft auf, nämlich die Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Und zu dem Zeitpunkt hat es dann auch in Baden-Württemberg ist es zu dem Fach, zu der Einführung eines Faches Wirtschaft gekommen. In Nordrhein-Westfalen etwas später hat man, meine Studierenden haben sich immer sehr amüsiert, hat man das Fach Politik Wirtschaft in Wirtschaft Politik umgenannt. Die Politikwissenschaftler haben sich nicht so amüsiert, ne, weil es ja so hieß und nach dem Motto, es ist genau, Wirtschaft steht jetzt vorne und sieht wichtiger aus. Ich habe mich einfach nur gefreut, das kann ich Ihnen sagen, dass es nicht auseinandergerissen worden ist. Weil davor hatte ich eigentlich die allergrößte Sorge. Das vor dem Hintergrund und ab 2020 fragt man sich Pragmatismus oder Realismus. Es hat quasi ein Bündnis zur ökonomischen Bildung hat sich etabliert. Ich weiß nicht, ob Sie mal da drauf geguckt haben und sich die ganzen 100 Verbände, die dahinter stehen, mal zu Gemüte geführt haben. Wenn Sie die Folien kriegen, können Sie sich die alle angucken. Ich habe die hinten mal so ein bisschen sortiert. Ist ganz viel Finanzwirtschaft, also Finanzdienstleistungen, die dahinter stehen. Die haben aber interessanterweise gar nicht mehr in ihrem Programm das Fach Wirtschaft drin, sondern sie fordern eine verbindliche Aufnahme ökonomischer Bildungsinhalte in geeignete Schulfächer. Also das können unterschiedliche Fächer sein, aber es kann sicherlich nicht, also so, es kann nicht so diffus irgendwie über alles verteilt sein. So, aber steht nicht mehr drin, wie quasi noch 10 Jahre vorher. Wir fordern das Fach Wirtschaft. Sie sollten aber auch sehen, dass quasi das BMBF natürlich gemeinsam mit dem Finanzministerium eine nationale Finanzbildungsstrategie in die Wege leitet. Und auf der anderen Seite ist beim BUMV, also Umweltministerium und Verbraucherministerium, quasi die sich halt engagieren, Verbraucherbildung halt für alle Fächer stärker zu involvieren. Und ich weiß schon auch, dass die politischen Bildner mit der Verbraucherbildung irgendwie so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Aber da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück. So, und dann gibt es schließlich hier BMZ, KMK. Also die beschäftigen sich alle mit eigentlich größeren Anliegen, wo Bildungsaspekte sowohl der ökonomischen als auch der politischen Bildung irgendwie miteinander verwoben werden sollen. Läuft das alles nebeneinander her? Was wird irgendwie besonders gestärkt? Genau. Welche Aufgabe, also vor dem hin, das ist so ein bisschen halt geschichtlicher Hintergrund, weil welche Aufgabe hat denn die Fachdidaktik eigentlich grundsätzlich? Ne? Und ich bin, Andreas Füchter hat irgendwie vor 2 Wochen eine Folie von mir verdeutlicht und da habe ich gedacht, vielleicht nimmst du die einfach auch nochmal. Also vielleicht verdeutlicht das das eine oder andere nochmal ein bisschen besser und sagen, was für eine Aufgabe hat Fachdidaktik eigentlich? Sie soll sicherlich auch dazu befähigen, quasi, dass Menschen in bestimmten Lebenssituationen sich tüchtig verhalten. Und für die ökonomische Bildung ist das als Konsument, als Berufswähler, als Erwerbstätiger, als Wirtschaftsbürger in Haushalt, Unternehmen und Staat. Nur um zu klären, das ist so der Bereich, mit dem sich die ökonomische Bildung beschäftigt. Wissenschaft dient dazu Aufklärung. Das kann Soziologie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft sein. Die tragen ja alle, quasi haben alle auch ökonomische Elemente. Die sollen die Lebenssituation ermitteln, erklären, Konzepte zu ihrer Beeinflussung entwickeln.
dann ist dieser Bildungsgesichtspunkt bezogen auf die Person, will das mündige Individuum, das möglichst auch verantwortlich mit sich selbst und anderen umgeht, quasi erzeugen. Und vor diesem Hintergrund und vor dem Gesichtspunkt geht es auch darum, dass quasi Gefährdungen von Mündigkeit entwickelt werden in diesen Lebenssituationen. Also, ne, dass es nicht nur irgendwie darum geht, weiß ich, zu gucken, dass man irgendwie konsumiert oder was auch immer, sondern auch guckt, wo ist man irgendwie gefährdet. Ne? Und Bildung richtet dann auch Anforderungen an Wissenschaft, an Aufklärung. Und insofern stellen diese Lebenssituationen auch wieder neue Anforderungen an die Wissenschaft. Ne, so lässt sich, wenn man jetzt in das Thema Verbraucherbildung nimmt, auch nicht einfach sagen, weiß ich, Verbraucherhandeln ist Marktentnahme, wie das die Volkswirtschaftslehre betrachtet, sondern die Verbraucherwissenschaft als solche, die zieht natürlich sowohl aus der Soziologie, aus der Politikwissenschaft und aus unterschiedlichen, aus der Psychologie, aus unterschiedlichen Sachen ihre Elemente. Die Wissenschaft trägt, soll dann dazu beitragen, ne, so ein Moment, Konzepte, Denkschemata, Systeme und Verflechtungen zu verstehen, nach Kriterien zu urteilen und schließlich, damit die Lernenden Problemlösekompetenzen aufbauen, um sie dann quasi auch in diesen Lebenssituationen zum Orientieren, Urteilen, Entscheiden und Mitgestalten zu nutzen. Die ökonomische Bildung selbst, die hat, also, ne, so, das müssen, also eigentlich ist das meines Erachtens ein Muster, wo alle Fachdidaktiken sich einen Kopf drüber machen müssen. Das ist jetzt nichts Spezifisches, aber alle Fachdidaktiken bewegen sich irgendwie zwischen Bildung, Wissenschaft und Lebenssituationen. Und was verstehen nun ökonomische Bildner unter ökonomischer Bildung? Also das, was wir vor 20 Jahren in die Standards geschrieben haben und vielleicht auch dazu, was ist eigentlich Bildung, hat ja Klima damals gesagt, muss zur persönlichen Entwicklung beitragen, zur Bewältigung praktischer Lebenssituationen, zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die Aneignung kultureller und wissenschaftlicher Traditionen. Wir haben uns nicht damals auf solche Kompetenzen verständigt wie Urteilskompetenz, Handlungskompetenz oder so, sondern wir haben das irgendwie schon ein bisschen inhaltlicher gefasst und haben gesagt, es geht natürlich darum, so eine Entscheidungskompetenz zu erzeugen, ökonomisch begründet Entscheidungen ökonomisch begründet treffen, die Handlungssituationen, in denen die stattfinden, mit ökonomischen Denkmustern zu analysieren, aber auch die wirtschaftlichen Systeme, in denen die stattfinden, zu verstehen und ihre Strukturen zu erklären, aber schließlich, ne, so die Ebene darüber halt zu gucken, dass diese wirtschaftlichen Probleme und Ordnungen sowohl erklärt als auch mitgestaltet werden, ne, also auch die Systeme, um schließlich danach zu fragen, dass Konflikte aus unterschiedlichen Perspektiven und nach ethischen Perspektiven beurteilt werden. Und da ging es nicht nur um Effizienz. Ne, das war damals nicht nur das Kriterium. Und Sie können, also wenn Sie da diese roten Punkte sehen und dann halt sagen, weiß ich, wenn wir die durch politisch ersetzen, dann könnten Sie genauso damit umgehen. Glaube ich, das wäre möglicherweise nicht die Frage. Ein Punkt ist möglicherweise ein bisschen schwierig und Entscheidungen ökonomisch begründen. Ne, also ich hätte eigentlich, wir haben irgendwie die ganze Zeit da gestanden, wie das schon mal in so Diskussionen ist, ne, und haben gesagt, das müsste schon ökonomische Entscheidungen begründet treffen, Entscheidungen ökonomisch begründet treffen. Wir haben eine halbe Stunde rumdiskutiert und dann ist irgendwas da reingekommen. Aber ne, an der Stelle könnte man irgendwie möglicherweise schon mal sagen, da ist so ein kleines, könnte man drüber nachdenken. Das Nächste, wo wir drauf gestoßen worden sind, dass quasi ökonomische BildnerInnen bei uns dann sagten, also das mit den aus ethischen Perspektiven beurteilen, das gehört doch nun wirklich nicht in die ökonomische Bildung. Ja, und da habe ich nur gedacht, ja, dann ist es keine Bildung. So an dieser Stelle. Und die politischen Bildner haben uns an der Stelle vorgeworfen, das habt ihr von uns geklaut. Und ich habe da nur gesagt, na ja, als Aristoteles sowas erfunden hatte, da war Ökonomie und Wirtschaft noch nicht, Quatsch, Politik und Wirtschaft noch nicht getrennt. Also insofern, wer hat hier was von wem geklaut? Und das, diese Kompetenzen waren dann quasi halt zu beziehen auf diese Rollen, in denen Menschen in Lebenssituationen handeln, ne, wobei man dann halt vor allen Dingen die Verbraucherinnen, die Erwerbstätigen und Berufswähler und den Staatsbürger im Blick hat.
Und in meinen Folien habe ich dann immer die anderen noch ergänzt. Und eine andere Curriculum-Konstruktion bezieht sich auf diese Sektoren. Das kennen Sie sicherlich von Hans Kaminski, der vom Kreislauf alles Mögliche ableitet. Haushalt, Unternehmen, Staat, Ausland und so. Genau, die Tätigkeiten. Und dann braucht man natürlich auch sowas, wo halt die politische Bildung ja auch über Konzepte nachgedacht hat. Wir wollen jetzt nicht über Kategorien und Konzepte diskutieren, aber natürlich braucht man so ein paar Denkmuster oder Denkannahmen, die man in diesen Kompetenzen auch nutzen kann. Das müssen nicht die einzigen sein und die sind auch erweiterbar. Aber es ging ja darum, auch ein Stück weit zu definieren, was macht eigentlich ökonomische Bildung aus. Und wir haben damals in die Standards reingeschrieben, wir würden das gerne mit den politischen Bildnern diskutieren, um uns quasi gemeinsames Curriculum schreiben. So, das ist nicht passiert. Also mit Arbeitslehre ist das sozusagen formuliert. Was ist nun, welche Anforderungen stellen nun die sozioökonomischen Bildner? Ich habe mir da mal ganz schnell das Heft von Reinhold Hethke, Konzepte ökonomischer Bildung, zusammengestellt. Und er hat das ja in dem Heft eigentlich ganz schön irgendwie zusammengefasst und hat halt gesagt, das eine ist, dass die sozioökonomischen Bildung die Subjektorientierung ernster nehmen. Also Ausgangspunkt sind die Lernenden und deren Lebenswirklichkeit und nicht die Struktur, Methode und der Ansatz einer Disziplin. Der Eigensinn und die kritische Handlungsfähigkeit soll entwickelt werden, so Gerd Famula. Beziehungsweise Reinhold Hethke schreibt halt, die Selbst-, Sozial- und Weltverhältnisse muss ein Individuum entwickelt können. Dann quasi vor allen Dingen Reinhold Hethke, Bettina Zurstrassen, Engartner, die dann halt durchaus sagen, Pluralismus und Interdisziplinarität ist auch so ganz relevant, was da thematisiert werden soll. Und schließlich der dritte Punkt, der sozioökonomische Bildung von der ökonomischen Bildung unterscheidet, ist, dass das nicht Wirtschaft nicht losgelöst als eigenständiges System, was mit dem Rest der Gesellschaft nichts zu tun hat, sondern dass quasi in diesen komplexen Lebenswelten immer auch politisch entschieden und gesellschaftlich gehandelt werden muss. Und das ist nicht so ordentlich voneinander zu trennen. Moritz-Peter Hamann hat mal gesagt, eigentlich geht es da auch darum, so eine Emanzipation von der Alternativlosigkeit, die in ökonomischen Denken eine Rolle spielen könnten, betreiben zu können. Ich komme jetzt wieder zurück auf die Aufgaben der Fachdidaktik, die ich also auch in irgendeinem Aufsatz mal verbraten habe. Und dieses Verbraten hatte damit zu tun, dass wir uns bei der Frage, nennen wir das sozioökonomische Bildung, auch mal gefragt haben, sollten wir vielleicht doch kritische ökonomische Bildung sagen? Haben wir nicht. Warum haben wir das möglicherweise nicht? Ich möchte an der Stelle das vielleicht, also für mich haben diese drei Seiten so immer so ein Spannungsfeld. Das eine ist, dass quasi bei der Bildung im Blick auf das Subjekt quasi halt die Frage ist, es soll Mündigkeit erzielt werden, man will aber natürlich auch ein verantwortliches Handeln. Ne, also mündig ist das. Oder Wolfgang, also genau, weil ich höre ja immer nur Mündigkeit, ich muss da noch mal suchen. Genau, das andere ist, dass man von Wissenschaft ja erwartet, dass die einerseits Aufklärung leisten soll. Und Aufklärung, natürlich, ich komme hier nach Hessen, also ich darf das gar nicht so sagen, aber auf der anderen Seite dieser Aufklärung über Beziehungen, Funktionszusammenhänge, wie hängt alles mit allem zusammen, gibt es natürlich auch immer eine Kritik an der ökonomischen, an der politischen Lebenswirklichkeit. Und dann gibt es natürlich das, wo man in Lebenssituationen will, dass die tüchtig handeln. Man will aber auch, wenn diese Lebenssituationen problematisch sind, dass sie diese Lebenssituationen verändern und sich davon emanzipieren und so. Wenn sie dem folgen können, dann möchte ich an der Stelle diese unterschiedlichen wirtschaftlichen Ansätze, die Reinhold Hethke in seinem Konzept ökonomischer Bildung ausbuchstabiert, dem mal so ein bisschen zuordnen. Also für mich ist das eine, die Wissenschaft, die sich nur auf die Funktionszusammenhänge bezieht, eigentlich eine Abbilddidaktik und eine pure Kritik, ohne verstanden zu haben, die Funktionszusammenhänge, ist auch nur Meinungsbildung. Eine Tüchtigkeit in Lebenssituationen ist eigentlich eine pure Anpassungsdidaktik. Und ich
will Emanzipation nicht dahinstellen, aber ich tue mich da an Wolfgang Sander an der Stelle ausreden und sagen, das hat schon was mit Mission zu tun. So, aber die reine, also wenn man nur die reine Seite betrachtet, und ich finde, auf der einen Seite kann Mündigkeit auch sowas sein wie eine Verantwortungszumutung. Und auf der anderen Seite diese Verantwortung quasi für alle Probleme dieser Welt, ne, so, das wäre quasi die Verantwortungszumutung und die Verantwortung, die man dann an staatliche Stellen und was auch immer abschiebt, kann auch eine Verantwortungsabschiebung sein. Reinhold Hethke tut nun die Ansätze ökonomischer Bildung nicht meinem Dreieck hier zuordnen, aber ich glaube, kann dem die ganz gut zuordnen und sagen, es gibt so eine bestimmte wirtschaftliche Bildung, die halt will, dass Verbraucher in Lebenssituationen vernünftige Entscheidungen treffen und Berufswähler auch. Ne? Die wirtschaftswissenschaftliche Bildung und die paradigmatische Bildung, die sucht alleine quasi aus der Volkswirtschaft halt ihre Ansätze und versucht die da in dem Rahmen, dass die SchülerInnen die halt verständlich machen können. Der lebenssituationsorientierte Ansatz, wovon ich gesprochen habe, der verbindet dieses tüchtig in Lebenssituationen, aber gleichzeitig auch quasi diese Lebenssituationen zu verändern und diese Lebenssituationen nicht so lassen, wie sie sind, wenn die nämlich problematisch sind. Und der sozialwissenschaftliche Ansatz fragt natürlich auch, in welcher Art und Weise ist denn diese Komplexität der Welt, also wie unübersichtlich ist das und welche unterschiedlichen kontroversen Positionen gibt es denn da, die miteinander irgendwie übereinander gebracht werden müssen und die man berücksichtigen muss. Genau, und von daher die sozioökonomische Bildung wäre dann halt, weiß ich, dass die eher stärker ausgerichtet ist, dass sie die Personen in ihren Verhältnissen befragt, als Subjektorientierung, dass sie das bildungsrelevante Wirtschaftswissen auswählt und dass sie schließlich die Wirtschaft in der Gesellschaft sieht. So, ne, also das ist quasi das Drumherum, dass die ist nicht vollständig was anderes als die ökonomische Bildung. Sie ist aber eigentlich eine erweiterte irgendwie ökonomische Bildung. Und von daher wird ihr natürlich auch vorgeworfen, dass sie überkomplex ist. Was ist nun sozioökonomische Bildung? Man könnte sagen, das lassen wir jetzt. Also ich will Ihnen damit nur zeigen, also wenn Sie die Folien kriegen, Sie können auch direkt darauf klicken und kommen halt zu Bestellformular, so ungefähr. Und ich will Ihnen damit halt nur einerseits halt sagen, so nach dem Motto, das Erste da, dieses sozioökonomische Bildung, das ist irgendwie 2013 bei der Bundeszentrale erschienen. Das war so ein bisschen der Startpunkt der Diskussion um die sozioökonomische Bildung. Und dann hat es halt quasi diese GSÖBW, also die Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft, gegeben, die mittlerweile schon ihren 7. Band, ich weiß nicht, der 8. ist in Vorbereitung oder habe ich einen vergessen, vorbereitet habe. Aber für Sie zugänglich und schnell zugänglich haben wir bei SOWI Online, oder das hat damals Tim Engartner halt vorbereitet, eine ganze Menge Beiträge aus diesen unterschiedlichen Sachen zusammengestellt und ist eigentlich sehr Open Access verfügbar. Und das, dieses Gelb, Blau, Rosa, Grün, das sind diese Bände, die Reinhold Hethke und ich mehr oder weniger erstellt und herausgegeben haben, wo es darum ging, zu definieren, zu buchstabieren, was soll eigentlich sozioökonomische Bildung heißen. Und einen Teil daraus, den möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Und zwar, genau, also zum einen die Frage, jetzt nochmal so die Unterscheidung. Die ökonomische Bildung geht davon aus, dass es quasi halt auf der einen Seite, sagen die Institutionen und die ökonomischen Rollen, sollen die ökonomische Bildung strukturieren. Von daher wird man im hessischen Lehrplan nichts davon finden. Da steht Wirtschaft. Ne? Also, wenn es nach ökonomischen, also dann würde man da finden Konsument, da würde man finden Beruf und Arbeit und so ähnlich, aber eben halt nicht nur Wirtschaft. Also nur mal so als Beispiel. Soll jetzt keine Kritik an der Stelle sein, nur zum Verständnis. Das heißt, und man kann diese Felder in der ökonomischen Bildung nach den Institutionen, Haushalt, Unternehmen, Märkte, Staat stricken, man könnte sie nach den Rollen stricken oder nach der Tätigkeit. Ich sag mal, wenn man sie nach der Tätigkeit, Konsum oder Arbeit oder
genau, oder Politik strickt, dann hat man ein Problem nicht, man muss nicht gendern. Ne? Also so an der Stelle. So, also einmal, wie strukturiert man diese Felder, und man geht von der Tätigkeit aus. Das Zweite ist, welche Konzepte und Kategorien spielen halt eine Rolle. Und es, genau, die Kategorien ökonomischer Bildung, die May damals halt heraus ermittelt hat, die sollten in der ökonomischen Welt orientieren. Klaus-Peter Gruber, langjähriger, also Wirtschaftsdidaktiker, aber langjähriger Vorsitzender der DVPB in Schleswig-Holstein, der hat diese Kategorien erweitert, die man durchaus als Vorläufer sozioökonomischer Bildung auch mit unterschiedlichen Werten, mit zentralen ökonomischen, politischen und ethischen Problemen definiert hat. Genau, ne? Also die habe ich da klein daneben gemacht, wie man sich das so unterschiedlich denken kann. Und dann gibt es halt auf der einen Seite, die dritte Frage ist die Frage, welche Referenzdisziplinen nimmt man? Kroll sagt, es ist die ökonomische Verhaltenstheorie, weil die erklären, die kann gut erklären, und deswegen würde ich die auch überall in der sozialwissenschaftlichen Bildung erwünschen, die kann gut erklären, warum individuelles Handeln manchmal zu sozial unerwünschten Folgen führt. Und das kann ich richtig gut erklären. Und deswegen sollte man die mit dem Homo economicus als Analyseschema nicht vorschnell über Bord werfen, aber halt eben nicht als alleinige Theorie halt begreifen. Und Reinhold Hethke wirft dem entgegen, passt auch gut, die pluralistische Bildung, ne, das habe ich eigentlich, wo die Kontroversen eine Rolle spielen sollten. Ich, meine Damen und Herren, befinde mich immer zwischen allen Stühlen, deswegen falle ich auch nicht so besonders auf, so, also nicht nur wegen der Größe nicht, sondern weil ich auf der einen Seite halt denke, wir müssen sie befähigen zu individuellen ökonomischen Entscheidungen. Aber die sind gesellschaftlich beeinflusst. Wenn jemand, also warum werden so viele Lehrer, Kinder, später selber Lehrer und Ähnliches, die werden gesellschaftlich beeinflusst, die finden in ökonomischen Systemen statt. Diese sind rechtlich, politisch gerahmt und sie sind individuell zu bewältigen und kooperativ und oder politisch zu gestalten. Und es geht nicht darum, die nur individuell zu gestalten. Also wie kann man sich nur vor Arbeitslosigkeit schützen, sondern auch zu gucken, was kann die Welt tun, um gegen Arbeitslosigkeit was zu tun. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen schneller schlagen. Das überschlagen wir jetzt. Also das sind quasi halt diese, ich sag mal, wo ich denken würde, ökonomische Bildung und politische Bildung ist nicht voneinander zu trennen. Also das soll das so ein Stück weit bedeuten, aber die ökonomische Bildung hat diese drei Felder, die man eigentlich ein Stück weit erwarten würde in Curricula und Lehrplänen. Und die habe ich dann gesucht. Ne? So. Und da kann man irgendwie so sehen, das war das, was ich gemeint habe, Entscheidungen, können man so ökonomische Entscheidungen treffen, ist sicherlich näher an Ökonomie als an Gesellschaft. Aber die gesellschaftlichen Einflüsse ermitteln ist sicherlich was, was nicht ohne soziologisches Hintergrundwissen geht. Bei Koordinationsprozessen erwartet man durchaus ein Wissen von Wirtschaft und auch das Management in Haushalten, Unternehmen und Staat. Aber Recht und Politik, ne, ist nicht ohne. Abwägungskonflikte können nicht alleine quasi ökonomischer entschieden werden. Und international ist das ja auch noch eingebunden. So, und jetzt zu der Empirie. Die curriculare Verankerung sozioökonomischer Bildung, die habe ich quasi untersucht in 5 Fächergruppen. Gesellschaftswissenschaften, Politik, Wirtschaft, Arbeit, Wirtschaft, Technik, Politik, Sozialkunde und Wirtschaft plus. Wirtschaft plus heißt Wirtschaft und Recht, weil wird ja immer nur so getan, als ob in Bayern ein eigenständiges Fach Wirtschaft existiert. Das heißt Wirtschaft und Recht, und von daher hat es eine spezifische Brille auf die Welt. Nicht auf die Veränderbarkeit, sondern auf das Recht stabilisiert. Du musst dich in diesem Rahmen verhalten. So, und wenn man das sich jetzt so anguckt, dann hat man, also ich habe halt geguckt, so nach dem Motto, die schwarze Balken da oben. Hier, das sind diese Kompetenzen, die ich Ihnen eben quasi ausbuchstabiert habe für Konsum, Haushalt, Geld, für Arbeit, Beruf, Unternehmen, für Wirtschaftsordnung und Politik. Und dann habe ich quasi halt aus allen Bundesländern den jeweiligen Gesellschaftswissenschaften-Lehrplan, den jeweiligen Politik-Wirtschaft-Lehrplan und so weiter rausgesucht. Und was Sie dort ermitteln, in dem reinen Fach Politik-Sozialkunde,
Also ehrlich gesagt, da konnte ich schon ein bisschen verstehen, warum die Unternehmer sagten, wir kommen da ja gar nicht vor. Es ist nur so. Also weil, da kommen sie auch nicht vor. Da kommt Mitbestimmung vor. Aber wie die Einkommen im Unternehmen entstehen, darum geht es da nicht. Möchte ich nur mal so kritisch hier dahingestellt sein. Also, ne, also insofern, das sieht aber anders aus in diesen Fächern Politik, Wirtschaft. Das sind die Grünen. Ne? Also so die grünen Balken. Und was man dort auch erkennen kann, dass in diesen Fächern Arbeit, Wirtschaft, Technik, ne, dass da quasi Beruf und Arbeit und diese Vorbereitung darauf eine ganz besondere Rolle spielt. Genau, also ne, ich wollte Ihnen nur zeigen, also auch die reiner ökonomischen Fächer machen nicht immer alles. Ne, das sollte das verdeutlichen. Dann habe ich jetzt, die Folie sollte ich gar nicht zeigen, aber ich bin ja, kann ja auch mit meinen Fehlern umgehen. Und meine, genau, die nächste ist, Sie sehen da unten hier, welche Lehrpläne ich mir angeguckt habe. Bayern, Bremen, haha, also Sie können sich vorstellen, was die Abkürzungen bedeuten. Ne? Gesellschaftswissenschaften und darunter halt die Lehrpläne von welchem Land. Und Sie können da auch ganz schnell sehen, dass ich in Hessen die alte Weil, was macht Ihr Kultusministerium? Das schreibt auch nicht rein, von wann Sie sind. Ne, das geht nur daraus hervor, dass man oben die URL irgendwie ordentlich identifizieren kann. Und ne, da kann man sagen, okay, Hessen, Politik, Wirtschaft am Gymnasium, da war quasi, da sind irgendwie, könnte man sagen, irgendwie 12 Ziele drin, die irgendwas mit ökonomischer Bildung zu tun haben. Ne, und man könnte sagen, da auf der anderen Seite, da hinten Baden-Württemberg, sind es auch nur 24 in einem ganzen Jahr. Ne, und Sie sehen dort auch, ne, also hier in Nordrhein-Westfalen, Politik an der Realschule, also Politik, da war mehr Wirtschaft drin, als quasi in manchem Wirtschaftsfach, wie man da auf der anderen Seite. Deswegen, es geht nicht darum, es geht darum, ist es ein Fach, in dem es tatsächlich verankert ist. Aber ich würde mich fragen, liebe politische Bildner an der Stelle, finden die ökonomischen Bilder ihre Felder da drin wieder? Finden die auch in so einem gemeinsamen Fach halt ihre Felder da drin wieder? Das würde ich mich an der Stelle fragen, denn ich habe mir auch die neuen Lehrpläne angeguckt von Hessen und habe festgestellt, so viel hat sich nicht verändert gegenüber 2011. Das habe ich aber erst gestern gemacht, nachdem mir mein Versäumnis da aufgefallen ist. So, wir haben dann jetzt ein kleiner, genau, warum gehören Politik und Wirtschaft zusammen? Wir haben irgendwie, Moment, ganz viele Wissenschaftler gefragt, und zwar Wirtschaftswissenschaftler, politische Ökonomen und wirtschaftsnahe Soziologievereinigungen, und zwar immer die Vorsitzenden. Wir haben 120 Leute angeschrieben und hatten dann einen Rücklauf von 35%. Das ist ja nicht so schlecht. Also Experten, die sich da genannt haben. Und die haben wir gefragt, wenn es um Fachwirtschaft geht, welche anderen Disziplinen sollte man berücksichtigen? Wenig überraschend nannten die auch die Wirtschaftswissenschaft, ne? Als Verständnis für Zusammenhänge und als analytisches Instrument. Aber auch die Mathematik als Entscheidungsinstrument. Allerdings, aufgrund der engen Verschränkung und dem Rahmen, ist auch Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft als Rahmen und mit der Verschränkung überhaupt nicht verzichtbar. Und die empirische Basis für Entwicklungen, für Varianzen, für Fahrtabhängigkeiten, wie sich überhaupt Institutionen entwickeln und soziale Praxen, dazu braucht man die Soziologie und dass die Entscheidungen nicht immer so laufen, wie sich das der Homo economicus vorstellt. Dafür braucht man durchaus auch die Psychologie und das ist ja mit dem einen oder anderen Nobelpreis dafür ausgestattet worden. Hiermit trage ich jetzt Eulen nach Athen, deswegen lasse ich das. Aus meiner Perspektive ist quasi, aus meiner Perspektive sind Politik, Wirtschaft, Gesellschaft so interdependent, dass man die kaum voneinander trennen kann, so dass auch
Auf der einen Seite liefern ökonomische Prozesse und Ergebnisse Voraussetzungen für politische Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist auch wiederum erforderlich, um quasi öffentliche Güter zu erzeugen, die wiederum die Voraussetzung für das ökonomische Handeln sind. Deswegen müssen wir auch manchmal gar nicht so dichotom, schwarz-weiß, Politik und Wirtschaft irgendwie gegenüberstellen oder fragen, was ist eigentlich was? Genau. Und in der Verbraucherbildung lässt sich meines Erachtens ganz nett zeigen, was eigentlich Verantwortungszumutung und Abschiebung ist. Gehen wir nochmal von Bildung, Wissenschaft und Lebenssituationen aus, dann würde Mündigkeit an der Stelle bedeuten, den mündigen, informierten Konsumenten zu haben, der die ökonomischen Zusammenhänge versteht und versteht, was Konsumentensouveränität bedeutet und der schließlich rationale, reflektierte Konsumentin sind. Wenn man das von einer kritischeren Perspektive betrachtet, dann hätte man möglicherweise gerne einen verantwortlichen Konsumenten, der so eine Art Consumer Citizen darstellen würde, also die Verantwortungsseite, der auch die sozioökonomischen Zusammenhänge versteht, dass wir nicht nur den einen Konsumenten haben, sondern kritische, schutzbedürftige Verbraucherinnen, die auch schließlich mit solidarischem, kollaborativen, politischen Verbraucherteilhabe die Bedingungen beeinflussen können. Ne? Und das, also so von daher würde ich immer sagen, die politische Bildung sollte irgendwie durchaus gut daran tun, sowohl die Verbraucherbildung als auch die Berufsorientierung mit in ihr Repertoire aufzunehmen oder mit uns, sage ich an der Stelle, zusammen. Genau, das lassen wir dann mal, das können Sie sich mal angucken. Also das habe ich gestern Nacht gebastelt, manchmal, also, weil, ne, da habe ich mir Ihre Lehrpläne noch angeguckt und habe halt irgendwie gedacht, ja, also ehrlich gesagt, so richtig finde ich quasi halt die Themen und Inhalte so quasi für Wirtschaft und Politik gar nicht so richtig. Ich finde sie, die finde ich in so allgemeinen Formulierungen, dass sie eher allgemeine Ziele darstellen. Aber so Elemente dafür, worüber man Verständnis entwickeln soll, findet man eigentlich nicht allzu sehr. So, das dazu. Und deswegen, genau, welche Verzerrungen finden wir normalerweise? Wir finden in den Lehrplänen für die Verbraucherbildung, die machen dort wunderbar Haushaltsmanagement, Schuldenprävention, sodass sie nicht in Verschuldung stürzen können. Und in den Fächern Wirtschaft dominiert in einem ganz hohen Maße zunehmend diese finanzielle Bildung. Das waren auch die vielen Punkte bei Baden-Württemberg an Zielen. Ne? Im Gymnasium in Sozialkunde, Politik, Wirtschaft hat man gerne nachhaltige Verbraucherentscheidungen, also die habe ich auch in Ihrem Lehrplan gefunden, genau ohne die Herausforderungen, die Konsumentscheidungen so mit sich bringen. Man überbürdet dem Individuum die Verantwortung. Ne, die, in der Berufsorientierung, da muss man sich mal angucken, in der Arbeitslehre heißt es, du musst leistungsbereit, mobil, flexibel, selbstständig sein, du kannst alles schaffen, sagt man denjenigen, die verdammt wenig Chancen haben. Man sagt ihnen aber nichts darüber, ne, was der Einfluss der Wirtschaftspolitik auf die gesellschaftlichen Ungleichgewichte sind. Das fehlt häufig, weil wenn es das Fach Arbeitslehre gibt in der Schulform, dann ist Politik oft frei davon. Und das finde ich schon dramatisch. Die Risse und den anderen, den Gymnasiasten, die nicht wissen, welches von den 40.000 Studiengängen sie denn eigentlich wählen sollen, ne, den erzählt mal was von den Restriktionen in der Arbeitswelt und vom Strukturwandel. Aber für ihre individuelle Berufsorientierung stehen die eigentlich ziemlich ratlos da. Naja, die haben ja die Eltern. Ne, so, vielleicht auch nicht. Genau, weil, genau, und in der sozialen, für die sozialen Sicherungen haben wir in den Wirtschaftsfächern, haben wir stark und in Arbeitslehre individuelle Vorsorge und man spricht auch nicht von Sozialversicherung, sondern von Pflichtversicherung, ne? So. Und da geht es natürlich viel um finanzielle Bildung an der Stelle, während man in Sozialkunde durchaus soziale Ungleichheit, Sozialversicherung, Sozialpolitik irgendwie ordentlich integriert hat. Also man spricht mit zwei unterschiedlichen Begrifflichkeiten da auch. Und internationale Wirtschaft, ne, es ist nicht selbstverständlich, dass sich mit internationalen Beziehungen in der Sekundarstufe 1 auseinandergesetzt hat. Dort macht man häufig so Standortschwächen und Stärken. Das ist
Ich meine, was soll man dazu sagen? Ausland wird im Kreislauf eingebettet mit Import und Export. Also ich würde mal sagen, man schärft damit so die nationale Brille. Würde man an der Stelle sagen. In Sozialkunde macht man durchaus Europäische Union und auch eine relativ diffuse Dimensionierung der Globalisierung. Früher hat man sich vollständig auf die internationale Politik und Krieg und Frieden beschränkt. Das ist nicht mehr ganz so. Aber ich glaube, so richtig ausbuchstabiert, was internationale Politik sein soll, das hat man auch in der politischen Bildung oder in unseren Fächern auch noch nicht so ganz und überlässt das noch viel zu sehr. Geografie, die mit der Vielfalt ihrer Details, die sie unter die Welt bringen wollte, natürlich dann oft auch viel mehr Stunden beansprucht. Mein persönliches Fazit, wenn Wirtschaft allein aus einer kritischen Perspektive fokussiert wird und Arbeit allein aus einer Arbeitnehmerperspektive, wenn Fächer das tun würden, das habe ich heute noch korrigiert, ich hatte vorher was anderes stehen, wäre das Überwältigung. Ebenso wie die alleinige Perspektivierung der Unternehmensperspektive. Wenn Fächer in individuellen Herausforderungen, vor allem ökonomischer Bildung, Konsum und Beruf zum Beispiel, nicht mehr als schnöde Lebenshilfe sehen, Lernende allein aber zu reflektierten Konsumentscheidungen befähigen wollen, stellt das eine Verantwortungszumutung dar. Verschenkt Potenzial politischer Bildung auch, um quasi das Zusammenwirken von wirtschaftenden Individuen, gesellschaftlichen Einflüssen und politischen gestaltbaren Rahmen halt zu identifizieren. Wenn Markt und Staat einfach nur dichotom gegenübergestellt wird und man sich da irgendwie positionieren muss, anstatt den Koordinationsbedarf und auch die Grenzen beider Koordinationsmuster oder Steuerungsmuster identifizieren können, verhindert man eine gestaltungsorientierte Urteilsfähigkeit im Wissen um Gestaltungsalternativen. Wenn Fächer eine spezifische Fachlichkeit über die Kennzeichnung der Inhaltsfelder, wenn die darüber hinaus nicht sichtbar ist, wenn eine scheinbare Professionalität der Lehrkräfte nicht vorbereitet wird, wird der Marginalisierung des Faches und dem fachfremden Unterricht weiter Vorschub geleistet. Also das ist, finde ich, das macht das. So, und damit Sie mich nicht falsch verstehen, bin ich gegen die Trennung von Politik und Wirtschaft und ist aus meiner Sicht führt diese Trennung nicht nur zu einer weiteren Marginalisierung, sondern auch zu Verzerrungen und Einseitigkeiten. Beschäftigt sich Politik dann noch mit Mitbestimmung im Unternehmen oder glaubt es, das macht das Fach Wirtschaft? Ne, beispielsweise. Dann ökonomische Herausforderungen, ob individuell oder gesellschaftlich, lassen sich nicht auf eine fachliche Perspektive begrenzen. Es bedarf der Integration der Fachperspektiven zur Vermeidung von Verzerrungen und zur Förderung einer auch Zielkonflikte und Nebenfolgen bewusst abwägenden Urteilsfähigkeit jenseits der Schwarz-Weiß-Malerei. Und ich habe so den Eindruck, mit der Schwarz-Weiß-Malerei liefert sich gerade dieser Kampf Politik gegen Wirtschaft oder was auch immer Vorschub. Und damit tun wir dem Fach nichts Gutes. Zusammen nicht. Moment. Deinen inhaltsreichen, sehr voraussetzungsvollen Vortrag. Also über viele Dinge muss ich noch mal nachdenken, weil ich glaube, mir ist echt auch noch mal so klar geworden. Also weil du das auch so schön dargestellt hast, dass dein Herz ja eigentlich für die politische Bildung, für die ökonomische und die sozioökonomische Bildung schlägt und dass wir eigentlich sowas bräuchten wie eine eigene didaktische Urteilskraft, wann wir eigentlich welches Thema mit welchen Schülerinnen und Schülern wie perspektivieren. Und das ist ja irgendwie echt eine spannende Frage. Eigentlich schließen wir jetzt noch eine Fragerunde an, da wir aber ein bisschen zeitlich im Verzug sind, haben wir uns gerade abgesprochen, dass wir Sie bitten, Ihre Fragen nicht zu vergessen, zu behalten und dass wir die gleich mit integrieren in die allgemeine Fragerunde zur Podiumsdiskussion. Wir machen eine kleine Umbaupause. Ja, und nochmal vielen Dank. Okay, die technischen Probleme sind gelöst.
Das heißt, wir können beginnen mit der Podiumsdiskussion und wollen eigentlich anknüpfen an die Inhalte, die wir jetzt den Tag über schon gehört haben, womit wir uns befasst haben, in den Vortrag von Frau Weber, aber auch von Herrn van Treek und auch in den Workshops haben wir über verschiedene Ideen und Ansätze gesprochen, über Empfehlungen und Best Practices dazu, wie politische und ökonomische Bildung zusammen gedacht werden können. Frau Weber, Sie sagten eben, sie können nicht voneinander getrennt werden, habe ich mir aufgeschrieben. Und wir wissen, dass die Verschränkung der Bereiche gerade von Gesellschaft, von Politik, von Wirtschaft und von Recht und eben auch mit den damit verbundenen Bezugswissenschaften dabei eine Rolle spielt. Und wie sich diese Verschränkung aber jetzt konkret ausgestaltet, gerade im Hinblick auf Lehrerbildung, auf die Unterrichtspraxis, wie politische und ökonomische Bildung also Hand in Hand gehen können, das sind Fragen, die wir jetzt in der Podiumsdiskussion adressieren wollen. Denken Sie dran, es gibt gleich noch Kuchen. Steigern Sie Ihre Aufmerksamkeit, denn wir haben das große Glück, ein interessantes Podium zu haben. Frau Weber bleibt uns erhalten, erholt sich von dem Vortrag und neben ihr begrüßen wir Dr. Zubin Nijavan. Er ist Lehrkraft und derzeit an der Goethe-Universität Frankfurt tätig, in der Abteilung für Didaktik und Sprachlernforschung des Instituts für England- und Amerika-Studien. Wundern Sie sich nicht, er beschäftigt sich intensivst mit politischer Bildung, ist Politiklehrkraft und eines seiner Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ihnen klingt das Stichwort aus Frau Webers Vortrag kurz wieder auf. Wen Sie vermissen, ist John Kanankulam, der grüßt Sie alle ganz herzlich aus Marburg, leider krankheitsbedingt verhindert. Corona hat uns noch nicht ganz zurückgelassen. Wir sind sehr froh, dass Nicole Krüger dankenswerterweise ganz kurzfristig, extrem kurzfristig am Wochenende eingesprungen ist. Herzlich willkommen. Sie ist Lehrkraft an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Darmstadt mit den Fächern Musik, Ethik und Politikwirtschaft. Und das ist das Interessante an Frau Krüger, deshalb sind wir sehr froh, dass Sie hier sind. Wir hätten vorher drauf kommen müssen. Sie verstärkt als abgeordnete Lehrkraft das Netzwerk Ökonomische Bildung. Ich bin heute zuständig für die naiven Fragen des Podiums. Haben Sie ein bisschen Geduld mit mir. Mal gucken, was wir für Antworten bekommen. Die erste Frage, Herr Nijavan, wäre nochmal da auszubuchstabieren aus Ihrer Perspektive. Wir haben es oft gehört und manchmal sagt man dann, das wissen wir doch alle, ist doch klar. Was hat denn Politik und Ökonomie eigentlich miteinander zu tun und warum kann es wichtig sein, dieses Verhältnis vielleicht auch als Schülerin inhaltlich bestimmen, beschreiben zu können? Gut, erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich habe jetzt gerade, als ich den Vortrag gehört habe, ein bisschen Angst, es könnte ein bisschen wenig kontrovers werden, weil eigentlich hat Birgit Weber schon die Antworten gegeben, die ich sonst auf meine Art und Weise auch gegeben hätte. Aber wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Eine große Herausforderung, oder wir reden ja auch viel über Problembasierung, das kam auch in deinem Vortrag vor, Klimawandel. Ein Phänomen, was eigentlich nicht singulär zu analysieren ist. Ökonomische Fragen, Kosten-Nutzen-Rechnung, gesellschaftliche Fragen, Fragen der Awareness oder des Bewusstseins, kulturelle Fragen, wie wird überhaupt mit Habitat, wie wird überhaupt mit dem Leben, was bedeutet überhaupt Wohlstand? Es fließt alles zusammen. Dem Punkt alleine ökonomisch zu berechnen, das wäre ein bisschen wenig. Und da komme ich zu einem Thema, worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Es wird dir sehr viel gefordert, das hast du jetzt auch nochmal berichtet, über mehr Wirtschaft in den Lehrplänen, auch der Begriff der Wirtschaft. In dem Punkt. Mein Eindruck ist, dass in der Diskussion, wenn man gerade jetzt auch seitens der Verbände, der Unternehmen etc. schaut, dass es hier um Betriebswirtschaftslehre geht. Wie mache ich eine Buchhaltung, Steuererklärung? Also das große Thema mit der Steuererklärung, das kennen wir noch in dem Punkt. Aber auch wenn ich an die universitäre Lehre gucke, Engartner, den hattest du auch mehrfach genannt, hat zum Beispiel analysiert, dass viele Studierende der Meinung sind, es gibt zu wenig Pluralismus in der ökonomischen Bildung. Das heißt mit anderen Worten, allein ein Ökonomie-Lehrbuch, was davon ausgeht, dass Ressourcenknappheit existiert, wenn man sich das Lehrbuch Stück für Stück anguckt, eigentlich kann man sowas auch als Überwältigung sehen. Weil auch Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, die Idee der Gerechtigkeit, Amartya Sen, der wirklich auch Wirtschaft, Politik, Kultur in sich als Person der Nobelpreisträger verbunden hat. Das heißt mit anderen Worten, wir kommen hier zu kurz. Und ich habe da ein Beispiel,
was ganz interessant sein könnte. Mich hat mal, als ich noch Lehrer war, aktiv, ein Vater gefragt, der Griechenland-Krise, warum erklärt ihr sowas eigentlich nicht? Und da habe ich mich schon gefragt, sowas kann ich eigentlich nicht nur mit standardökonomischen Modellen erklären, da muss ich viel mehr erklären, auch Macht, wie es mit Macht aussieht in den Netzwerken, wie es zu solchen gesellschaftlichen Verwerfungen kommen konnte, welche politischen Ansätze genommen werden müssen, um so ein Phänomen zu behandeln, das ist das falsche Wort, aber entgegenzusetzen. Das heißt mit anderen Worten, eine Trennung von alleine Ökonomie, und Birgit hat es auch gesagt, die behavioralistische Revolution, Emotionen, individuelles Verhalten, kulturell. Die Game Theory hat uns gezeigt, Menschen verhalten sich unterschiedlich auf Märkten als die kleinste Einheit. Da allein jetzt mit einem betriebswirtschaftlichen Curriculum an die Schule zu kommen, hielt ich doch angesichts der Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, für fatal. Frau Krüger, vielleicht könnten Sie uns einen Sprung erlauben in die Unterrichtspraxis. Kennen Sie Themen oder aus Ihrer eigenen Unterrichtserfahrung oder dem, was Sie beobachten, wo diese Wechselseitigkeit, wo diese gegenseitige Aufeinanderbezogenheit von Ökonomie und Politik für Schülerinnen besonders deutlich und verständlich wird? Also klar, die Themen, die eben schon angesprochen wurden, das war natürlich der Klimawandel oder Klimapolitik, wo das total offensichtlich ist, wo wir das ja auch in der Elf in Hessen irgendwie ausgiebig eigentlich auch unterrichten. Aber es ist noch ein anderes Feld, wo man vielleicht nicht als erstes drauf kommt, aber als zweites und wo ich das auch und auch, glaube ich, meine Kollegen das tatsächlich in den Blick nehmen, ist zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Also dieser Krieg zeigt offensichtlich politische und ökonomische Dimensionen, die auch nicht zu trennen sind und die sozusagen in Kaskaden sich zeigen. Also sei es, dass sozusagen die Versorgungs- und Energiesicherheit plötzlich gefährdet ist und wie man umgeht, welche Folgen das für die Energie- und Wirtschaftspolitik hat, die dann aber auch einen ökologischen Wandel sozusagen mitmachen soll, was dann plötzlich zu völlig überteuerten, also dazu hohen Energiekosten führt, die plötzlich Wahlen beeinflussen. Also da kann man schon irgendwie sehen, dass es einen sehr, sehr engen Zusammenhang gibt, den man auch herausarbeiten kann, auch wenn der gar nicht so einfach ist und wir dann sofort wieder bei dieser unglaublichen Komplexität sind. Wir haben das aber auch auf der anderen Seite, wenn man es ökonomischer haben möchte, ist das das erste Mal, dass ich irgendwie also aus meiner Perspektive sinnvoll Inflation unterrichten konnte. Also weil sich das einfach aus dem aktuellen, also sonst macht es keinen Sinn. Ich brauche Inflation nicht unterrichten, wenn sie kein Thema ist gerade. Also dann ist es ein Modell, was keinem was bringt. Und wenn dann die Theorien, die ich unterrichte, noch nichts mit der Realität zu tun haben, dann wird es wirklich absurd. Und dann steht man da und sagt, ja, im Zentralabi wird es abgefahren. Schreibt bitte das und das hin. Ihr dürft aber auch noch kritisch das daneben schreiben. Ich weiß noch, wie ich mal vor meinem LK stand und das tatsächlich gesagt habe. Und es wurde genauso abgefragt. Also das war das eigentlich. Also das heißt nicht, dass ich, also ich habe es natürlich kritischer gemacht, aber jetzt konnte man einmal auch in der Realität sehen, Inflation kann ein Problem sein. Dieses Problem betrifft uns alles, ist unsere Lebenswelt. Und da zum Beispiel gab es ein wunderbares Video, der Döner ist teurer geworden, soll ich jetzt eine Taschengelderhöhung fordern? Und das kann man aber wunderbar mit internationaler, also das ist dann sofort verknüpfbar mit internationaler Politik, also das steht nicht für sich, sondern ist eingebettet in ein größeres Verhältnis und hat dann noch eine Fragestellung, die nämlich relevant ist, was passiert dann eigentlich, wenn ich mehr Geld fordere? Also das kann ich ja auf eine andere Ebene übertragen und kann das dann kritisch sehen und kann ich das, soll ich das fordern, muss ich das fordern, also was bedeutet das eigentlich für die wirtschaftlichen Zusammenhänge und auch ausgehend vom Ukraine-Krieg sozusagen. Wenn ich noch einen Schritt weitergehen möchte, auch offensichtlich gerade ist dann zu sagen, ja, dann gucke ich in die Haushaltsdebatten. Also es geht um knappe Ressourcen, kann ich schon an der Stelle sagen, also wir haben einen Haushalt, wie gehe ich jetzt mit den Haushaltsdebatten um, also was passiert in dieser Haushaltsdebatte, worum wird gestritten politisch eigentlich, weil am Ende, und das ist mir schon eine wichtige Dimension, wir haben Wahlen, die Wahlen fallen nicht so aus, wie wir das hier wahrscheinlich relativ im Konsens für gut halten würden, aus verschiedenen Gründen, aber das hängt eng mit wirtschaftspolitischen, mit sozialen und mit Ungleichheitsstrukturen zusammen und die muss man dann schon auch in den Blick nehmen. Problem ist, wie entwickle ich eine didaktische Perspektive, die das nicht überkomplex macht. Also ich kann das nicht alles plötzlich machen mit einer 9. Klasse. So. Aber das Thema gibt es total her. Also. Frau Weber, ich würde gerne noch mal so einen Sprung zurück machen zu Ihrem Vortrag. Sie haben ja dort auch schon aufgezeigt, dass es so eine längere Debatte gab um das Verhältnis von Politik und Wirtschaft und der Bildung, die damit zusammenhängt. Sie haben die Konfliktlinien schon aufgezeigt. Einfach mal so ganz unkonkret gefragt, was ist denn bis heute daraus geblieben? Ich denke halt, auf der einen Seite haben halt diverse ökonomische Bildner, glaube ich, schon festgestellt,
dass die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten gar nicht hier schreien, wenn es darum geht, das Fach Wirtschaft auszubilden. Die haben da gar kein Interesse dran. Also so, ne? Also meines Wissens bilden die ja auch in Bayern nicht wirklich aus, sondern da gibt es irgendwie spezifische Einheiten dafür, die das jeweils machen. Das ist das eine. Aber ich denke, dass halt auf der anderen Seite halt die Frage, wie sind eigentlich die Lehrkräfte ausgebildet und vorgebildet? Also das ist schon irgendwie und bleibt auch eine zentrale Frage und es bleibt auch eine zentrale Herausforderung, weil wenn wir, also ich kann das ja verstehen, dass halt, ich sag mal, ökonomische Studienfächerstudierende daraus sagen, wir wollen hier den großen Pluralismus. Aber wie will man den großen Pluralismus, wenn man in einem Politikfach oder Politikwirtschaftsfach zwei SWS Fachwissenschaft hat? Also das geht nicht, ne? Also da geht's dann, also ich weiß noch, wie irgendwann, als ich nach Köln kam, die Studierenden zu mir kamen, über den Neoliberalismus wetterten, die kamen gerade von Christoph Butterwege und ich dann halt gedacht habe, okay, hier musst du mal andere Seiten aufziehen und habe dann einen Text von Milton Friedman, ich weiß nicht mehr genau, oder Gary Becker oder wem auch immer, aus der Tasche gezogen, wo es um die Liberalisierung von Cannabis ging. Ne? Also so, also um also irgendwie auch so ein Stück weit zu zeigen, Liberalisierung muss, kann auch anders gesehen werden. So, ne? Aber ich möchte halt an der Stelle sagen, so nach dem Motto, wie soll das in der Lehrerbildung erfolgen? Und das Problem dann, also wenn es dieses Fach Wirtschaft geben würde, dann würden es ja, da die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten da kein Interesse dran haben, würden es die Wirtschaftspädagogen in den jeweiligen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten machen und die haben dominant Betriebswirtschaftslehre. Also ne, deswegen, und finanzielle Bildung und die kommen aus dem kaufmännischen Bereich und deswegen wird es zentral eigentlich in die Richtung gehen. Noch gar nicht mal so gewollt, das käme natürlich den gesellschaftlichen Interessengruppen, die für das Fach Wirtschaft wären, stark entgegen. Ne? Das wäre gar keine Frage. Aber vor dem Hintergrund finde ich, müssen quasi, also ich finde es ja gut, dass dieses Fach Politik, Wirtschaft oder Wirtschaftspolitik oder wie auch immer gibt. Ich finde aber halt an der Stelle muss man irgendwie halt dafür sorgen, dass quasi auch diejenigen, die das dann unterrichten, nicht nur ein kritisches Verständnis von Wirtschaft haben, also sondern tatsächlich auch Zusammenhang, Verständnis und mehr. Also und zwei SWS oder vier SWS, das geht auch gar nicht. So, also, ne, also und das, dass das Fach Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden ist, das hat bei mir die Möglichkeit geschaffen, sage ich jetzt mal, dass wir quasi, dass alle drei Disziplinen gleichberechtigt studiert werden konnten. Das war vorher nicht der Fall. Wir hatten wunderschöne problemorientierte Module, nur danach studierten die ja nicht. Die studierten Soziologie oder was auch immer und kamen dann auch hinterher so eben da raus. Und ich finde, da haben die ökonomischen BildnerInnen nicht ganz Unrecht. Da fehlen halt einige Voraussetzungen. Die Voraussetzungen ließen sich schaffen. Dazu kann man die Leute aber auch nicht alleine in volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Veranstaltungen stecken, weil wenn das die Themen sind, die befassen sich ja kaum noch mit der Gestaltung der Marktwirtschaft. Ne? Also die rechnen Modelle. Ne? Die machen auch Kosten- und Leistungsrechnung rauf und runter. So viel, das brauchen unsere Studierenden halt in dem Rahmen nicht. Aber so ein bisschen Verständnis, wie kommt der Unternehmenserfolg zustande, sollten die schon haben. Also so, ne? Sie haben jetzt vor allem die Lehramtsausbildung im Studium angesprochen. Frau Krüger, vielleicht die Frage an Sie. Sie sind im Netzwerk Ökonomische Bildung tätig. Vielleicht können Sie uns einfach noch mal kurz erklären, weil das bezieht sich dann ja wirklich auf die Fortbildung von Lehrkräften. Das ist halt für Sie auch interessant, was Sie dort tun und auf welche Herausforderungen Sie im Kontext dieser Arbeit treffen. Ja, also vielleicht ganz kurz zur Historie. Ich bin selber jetzt erst sieben, acht Jahre dabei. Das Netzwerk ist gegründet worden, als das Fach Politik und Wirtschaft eingeführt wurde und es dann natürlich einen Bedarf gab in Hessen, die wirtschaftlichen Inhalte auch irgendwie an die Lehrer zu bringen. Und es wurde konzipiert als ein Fortbildungsprogramm, wo Regionalteams schauen, was ist in ihren Regionen notwendig und wo kriegen wir gute Fortbildner her, die überhaupt erstmal die wirtschaftlichen Inhalte vermitteln.
Das war so der erste Schritt. Dann hat sich natürlich das an den Universitäten, die bilden ja nun auch sehr, sehr unterschiedlich aus, aber dann hat sich dieses Fach etabliert und dann haben auch immer mehr Leute auch Wirtschaft mitstudiert oder wussten zumindest, dass sie Politik und Wirtschaft unterrichten. Und dann hat das Kultusministerium, das dieses Netzwerk ja nun finanziert, vor ein paar Jahren gesagt, nee, wir brauchen einen Schwerpunkt in der Verbraucherbildung. Also im Prinzip in der Verbraucherbildung, und da ist dieses Netzwerk, das ist doch da. Das könnte doch jetzt auch ein bisschen Finanz- und Verbraucherbildung und Konsumentenbildung machen. Und wir haben die Chance quasi ergriffen, uns Tim Engartner damals geholt und haben ein Konzept entwickelt, welches tatsächlich diesen sozioökonomischen Schwerpunkt hat, auch die Gesellschaft immer mit integriert hat, auch diese Interdependenzen, also die fachübergreifenden Ideen, die Interdisziplinarität. Haben da auch ein Fortbildungsmodul entwickelt, auch, was ich nach wie vor sehr schön finde, für die Sek 1 geeignet, weil eigentlich reden wir ja meistens, wenn wir von Wirtschaft reden, über Sek 2 und die Haupt- und Realschulen werden schon so ein bisschen vergessen. Insofern fand ich schön, dass sie hier doch mal präsent waren, weil ich bin ja aus einer integrierten Gesamtschule, das heißt, ich habe auch permanent mit der ganzen Bandbreite zu tun, auch mit der ganzen Bandbreite an Kolleginnen und Kollegen und mit der ganzen Bandbreite an Fachfremdunterricht, also an Fachfremdenunterricht. Das muss man einfach auch so sagen. Und wir haben ja auch noch das Fach Gesellschaftslehre, was so eine tolle Idee ist und so schlecht in der Umführung, also in der Ausführung stattfindet. Dagegen ist Politik und Wirtschaft professionell aufgestellt. Aber das war also die Idee des Netzwerkes. Dann gab es diese Fortbildung, die wurden nicht so richtig gut angenommen. Also es kamen nicht besonders viele Leute und die Politikwissenschaftler, die kamen, also die das tatsächlich auch in der Oberstufe unterrichtet haben, die hatten immer Angst oder sind zum Teil, oder das ist unsere Vermutung, auch nicht gekommen, weil sie dachten, jetzt kommt die Indoktrination. Also jetzt erzählen die uns hier auch nochmal, wie man ein Unternehmen gründen soll. Was wir aber überhaupt nicht getan haben, sondern einen Ansatz hatten zu sagen, wie kann man denn gut Unterricht planen und das auch sehr, sehr pragmatisch. Also das war auch schon die Idee, also dass man sozusagen was an die Hand kriegt, wie kann man denn jetzt diese unglaublich komplexen Ideen in Unterricht umsetzen. Dann wurde ein zweites Fortbildungsmodul entwickelt, was dann auch mehr in die Oberstufe ging, und das war mit Herrn Füchter, Andreas Füchter, da sitzt er, was PÖBIG heißt, also politisch-ökonomische Bildung, integrativer Ansatz, in meinen Augen nach wie vor auch eine Form von sozioökonomischer Bildung ist, aber das und sozusagen da auch ein bisschen neuere Unterrichtsmethoden, also da ging es um situierte und multiperspektivische Lernaufgaben, aber die im Prinzip denselben Anspruch haben und vor allem, und das finde ich auch schon nochmal wichtig, also diese Perspektive der Lebenswelt der Schüler und diese Subjektorientierung doch stark in den Fokus stellen und bei einem Problem des Schülers ansetzen oder des Kindes oder des Jugendlichen ansetzen und dort mit auch handlungsorientierten Methoden sozusagen und wirklich multiperspektivisch ökonomisch-politische soziale Probleme zu lösen. Und genau, das war dann sozusagen die zweite, das bieten wir auch nach wie vor an, das wird auch ganz schlecht sozusagen angenommen von den Kolleginnen in Hessen, das muss man einfach sagen, also sie kommen einfach nicht. Also wir bieten das an in ganz Hessen und dann kommt niemand. Und jetzt haben wir ein drittes Standbein sozusagen, haben gesagt, ja, alle Kooperationen, ich glaube wirklich alle, die hier sind, die sind auch Kooperationspartner unseres Netzwerkes. Also sie finden tatsächlich von der Bundesbank, Herr Oppenhäuser, dann Herrn Zipfel mit dem Planspiel, von denen bieten wir auch alles Fortbildung an. Also wir organisieren das auch und versuchen sozusagen an der Stelle, von der Verbraucherbildung haben wir die nächste Fortbildung, also wo wir wirklich eher den Konsumenten in den Vordergrund stellen zum Teil, was ein Teil sozioökonomischer Bildung ist. Also das ist jetzt nicht, und versuchen sozusagen da auch die Experten, die da sind und die einem, also gerade die Verbraucherbildung, also Verbraucherbildungs, wie heißen sie, die sich mit Verbraucherbildung halt auseinandersetzen, die können auch Geschichten erzählen aus der Realität und das ist total hilfreich für Kinder und Jugendliche, diese Geschichten zu hören. Also das ist so eigentlich unser Job und wir würden uns sehr freuen, also wir haben wirklich, finde ich, ein breites Portfolio an Fortbildung, wenn Sie mal auf die Homepage gehen beim HKM, wir haben da auch eine Seite, da kann man uns finden. Frau Weber, bei dem Wort Verbraucherbildung und Finanzbildung und Berufsorientierung hat es gerade in mir, also da habe ich eine kleine Lebenskrise gehabt, weil ich das natürlich immer erstmal pauschal ablehne. Ich weiß, was ich unter Verbraucherbildung verstehe. Vielleicht können Sie uns erklären, was Sie unter Verbraucherbildung verstehen würden, die dem Anspruch gerecht wird, den Sie formulieren, ökonomische Bildung als Allgemeinbildung zu verstehen. Denn ich sehe schon Versicherungsvergleich und viele andere gute Dinge, die ich aus meiner Realschulzeit noch hier oben habe. Ja, also so bestimmte Sachen wie wir lernen auswendig, welche Sozialversicherung, also nehmen wir die mal an der Stelle, 50% von Arbeitnehmer und 50% von Arbeit, das ist so nettes Reproduktionswissen, was man gut abfragen kann oder auch so Analysen sicherlich halt auch. Aber
es ist ja, ich sag mal, ich habe ein Projekt in der Schule, Verbraucherbildungsprojekt gemacht mit unterschiedlichen Modellschulen. Was haben die LehrerInnen gemacht? Die haben halt, die an der Hauptschule waren, die haben halt versucht, dass die SchülerInnen in ihrem Budget bleiben, um die erste Wohnung auszustatten. So, ne, die haben halt diese Variante gewählt. Das Gymnasium daneben, die haben dann halt geguckt, wie kauft man möglichst nachhaltig ein. Ne, also ich, ne, also ich meine, wir können uns das alle so vorstellen. Es hat sich aber keiner Kopf darüber gemacht. Also dass man quasi an der Stelle dem Verbraucher die ganze Kraft, also die ganze Macht übergestülpt hat, die für die Rettung der Welt erforderlich ist. Und das ist an der Stelle durchaus auch ein Problem. Und dass solche Fragen, man kann sich durchaus mal mit so einem Vertrag auseinandersetzen, um halt so Schwachstellen und Ähnliches, was man da unterschreibt, halt mal zu, mit was man rechnen darf oder mit was nicht. Aber es geht schon auch darum zu sagen, halt zu sehen, wo bestimmt eigentlich Politik mit, dass wir die ganzen Kleinheiten in den Verträgen überhaupt nicht sehen müssen, weil wir viel zu schnelle Entscheidungen treffen. Ne, also die das alles gar nicht mit berücksichtigen, um da halt zu verdeutlichen, was tut Politik auch, damit wir vertrauende Verbraucher sein können an vielen Stellen. Weil wenn wir keine vertrauenden, also wenn die ganzen Sicherheitsbestimmungen, Dienststandards und was auch immer, die Märkte organisiert sind, wenn das alles nicht wäre, also wir könnten ja nicht auf die Straße gehen, also ne, vor lauter Sorge. Und ich glaube, vor so einem Hintergrund überhaupt in Ansatz ein Verständnis dafür zu kriegen, warum Politik wichtig ist und was das mit der eigenen Lebenswelt zu tun hat. Und deswegen meine ich auch, wir verschenken echt Potenzial, wenn wir das von dem, wo die ja schnell sehen, was das mit ihrer Lebenswelt zu tun hat, wo wir das quasi nicht mit einbeziehen und auch daran deutlich machen, wie werden Märkte gestaltet. Oder so nach dem Motto, wo will man sie schützen? Fahrradhelm verpflichtend, ne? Oder solche Sachen mehr. Ich glaube, um solche Sachen geht es halt. Oder wo man halt früher gesagt hat, ja, das hat das Elternhaus geleistet. Nur die Beschaffungsinstitution im Elternhaus ist heute in der Regel nicht mehr zu Hause. Es sei denn halbtags. Ne? Also so, da hat sich halt gesellschaftlich eine ganze Menge verändert. So dass man sagt, ja, und genau. Herr Nietzschewan, vielleicht wollen Sie daran nochmal anschließen, weil BNE muss sich dem Vorwurf doch manchmal auch aussetzen. Ja, wir kaufen jetzt nachhaltig ein und dann ist die Welt eine bessere. Was würde gute BNE aus Ihrer Sicht vielleicht jetzt im Kontext ökonomischer Bildung beitragen zu dem, was Frau Weber gerade skizziert hat? Natürlich, so leicht ist es nicht, dass man, wenn man nachhaltig oder Fairtrade-Kaffee kauft, dass man damit die Welt rettet. Das Spannende an der BNE ist ja, es geht, wenn wir mal den Brief Nachhaltigkeit viel gerade, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, einer der ersten großen, ich sag jetzt mal, politisch aufmerksamen Bewegungen war das Nachhaltigkeitsdreieck von den Brundtland-Kommissionen damals. Wirtschaft, Politik und Soziales in dem Punkt. Was ich interessant finde, einerseits haben wir dort schon diese viel geforderte Integration, andererseits muss man auch sagen, das Nachhaltigkeitsdreieck, es wird immer gerne zitiert, hat sich schon längst überholt. Es wird aber trotzdem gerne zitiert. Das heißt, man darf nicht zu viel in der Wirtschaft. Es wird immer so als Nullsummenspiel gesehen. Inzwischen hat man die 17 Ziele, die 17 Nachhaltigkeitsziele. Sehr interessant auch im Hinblick auf politische Bildung. Ich lese die Nachhaltigkeitsziele, wenn ich sie mir erstmal genau angucke, jetzt gar nicht, wie sie umgesetzt werden, erstmal als Empowerment-Ziele. Da wird über ökonomische Ungleichheiten geredet, da haben wir schon wieder Ökonomie. Da wird auch über Gender-Disparities geredet. Und jetzt gerade für den Unterricht, auch für den PolitiklehrerInnen-Tag hier, bieten einfach auch die 17 SDGs eigentlich das, auch für den Wirtschaftsunterricht, was spannend ist, nämlich kontroverse Diskussionen. Wir neigen dazu ja Sachen, klar, die Nachhaltigkeitsziele, man hat sich darauf geeinigt. Ich habe aber sehr oft gelesen, auch in der Literatur, man muss sich viel mehr über diese 17 Ziele unterhalten, ob die überhaupt in der Art und Weise gerecht sind, aus menschenrechtlicher Sicht, aus postkolonialer Sicht, aus feministischer Sicht, auch aus klassenorientierten Sichten. Und es werden spannende Debatten über das Thema Wirtschaft oder ob solche Ziele auch überhaupt universell sind. Brauchen wir noch Wachstum? Es gibt ein tolles Paper, Hickel 2019, was sagt, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele durchsetzen, dann können wir die Pariser Klimaziele ganz
vergessen insgesamt, was Wirtschaftsleistung angeht. Und mir geht es halt bei diesem Ansatz auch, gerade beim BNE-Ansatz darum, erkennen, bewerten, handeln. Das ist der Dreischritt. Wir haben die Problemorientierung, wir haben ein Problem. Um dieses Problem zu analysieren, zu verstehen, Wissen zu generieren, müssen wir in unterschiedliche Fachdisziplinen gucken, verschiedene Methoden anwenden, um dann auch wieder im Bereich, weswegen ich BNE auch ganz stark mit politischer Bildung sehe, Urteil, Handlung. Und da fallen nun mal solche Entscheidungen auch, zum Beispiel Frage des Wachstums, was ist Wohlstand, Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Ich sehe da eine große Chance. Meines Erachtens hat man BNE nicht weit genug gedacht in der Schule. Es würde auch eine ganz andere Schulkultur zur Folge haben, vor allem eine ganz andere Kultur, was Leistung heute noch bedeutet, auch im schulischen Unterricht. Wir neigen dazu, wir wollen sehr viel vergleichen, sehr viel standardisieren. Ich frage mich immer, ob das in einer super diversen Gesellschaft noch notwendig ist. Aber das sind jetzt die ganz großen Fragen, Debatten, die wir auch heute nicht beantworten können. Ja, vielleicht nur eine Ergänzung. Also Subin und ich, wir sind ja beide, und Susanne Gessner auch, wir sind ja beide irgendwie bei der Entwicklung des Orientierungsrahmens globale Entwicklung. Und zwar muss Subin und Susanne das quasi halt für Politik machen und ich für Wirtschaft. Wobei wir ja alle eigentlich meinen, es gehört zusammen. Ne? Und, aber die Schwierigkeit ist halt tatsächlich dabei, was leistet unser Fach Spezifisches dazu? Ich glaube, um das herauszuarbeiten und vielleicht auch von beiden Seiten, die hinterher zusammengeführt werden muss, das ist sicherlich schon das Entscheidende. Oder die Frage, also und auch bei BNE so ein Stück weit, die ich frage mich da auch manchmal, wie weit können wir da eigentlich mit der Problemorientierung gehen? Also, und ich meine das vor dem Hintergrund, weil ich meine, wenn wir nicht auch irgendwie auch Erfolge zeigen oder das, was irgendwie Positives bewirkt worden ist, auch durch ökonomische Instrumente, die angewandt worden sind, irgendwie gesellschaftliche Ansätze und Ähnliches, dass das dann schon mit der Kontroversität und auch durchaus schwierig ist. Oder dass man halt die Sachen vielleicht auch manchmal nacheinander thematisieren muss. Wenn es beispielsweise darum geht zu sagen, okay, viele denken, ja, wir brauchen kein Wachstum. Ich bin da trotzdem, also ich meine, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn irgendwie ab morgen, ich meine, wir haben ja keins, also aber... wie das dann halt quasi halt tatsächlich mit den Verteilungskonflikten da irgendwie weitergeht. Ne? Und wie man das so harmonisch irgendwie abfedert, damit halt nicht noch weitere Prozente in den Himmel wachsen. Ne? Also ich glaube, das sind schon echte Herausforderungen, die wir haben. Aber dass auf der einen Seite dieses, was viele gesellschaftliche Milieus mit Post-Growth-Konzepten und sowas alles machen. Das kann man ja schön untersuchen. Das ist eine gesellschaftliche Perspektive, die dann aber dazu übergeht, wie kann man den Rahmen denn eigentlich so setzen oder gestalten oder verändern, dass halt auch diejenigen, die jetzt vielleicht keine Lust haben, irgendwie ein bisschen auf Energie oder was auch immer zu achten, das trotzdem tun können. Und die verschieben es dann ja immer auf international. Ne, und da kommt man dann auch wieder dahin, wo man irgendwie sagt, ja, ich sag mal, die Kooperationsnotwendigkeit, mit der befasst sich sicherlich die politische Bildung stärker. Die ökonomische Bildung befasst sich stärker mit den Instrumenten, die genutzt werden können, um so Beitrittsanreize und Ähnliches halt zu bieten. Und von daher würde ich ja auch immer sagen, das bereichert sich gegenseitig. Und das, genau. Wird uns beim Orientierungsrahmen nicht so ganz gelingen, weil wir das getrennt machen müssen, aber wir versuchen unser Bestes. Jetzt haben wir beide genug gefragt, jetzt dürfen Sie gerne Ihre Fragen an das Podium richten, gerne auch eben noch zu dem Vortrag von Frau Weber, und ich gebe mein Mikro ab. Ich überbrücke. Es können aber auch Anmerkungen sein, Erfahrungen. Ihnen wurde ein kleiner Vorwurf gemacht. Keiner geht hier zu den Fortbildungen. Ich weiß nicht, ob Sie das persönlich betrifft, aber es wäre interessant zu hören, was da aus Ihrer Perspektive vielleicht hintersteckt. Sie können gerne sich also frei äußern. Es muss keine Frage sein.
Also eine muss ja anfangen, eine Frage zu stellen. Also erstmal vielen Dank an das Podium und Birgit an dich für diesen materialreichen Vortrag. Ich will es nicht ein neues Fass wirklich aufmachen, aber gewissermaßen eine Erweiterungsfrage einfach mal in den Raum stellen für das Podium. Ich finde das anstelle den ganzen Tag über sehr überzeugend argumentiert worden ist, gerade von dir, Birgit, nochmal so für diese Verbindungsperspektive Wirtschaftspolitik und für die Idee, dass die Schulfachlogik vielleicht doch nochmal eine andere ist als die fachdisziplinäre Logik. Das finde ich überzeugend. Und ich frage mich aber doch, auch wenn das ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen scheint, ob wir bei dieser Frage Schulfachlogik und disziplinäre Logik bei der Verbindung von Politik und Ökonomie stehen bleiben können. Oder ob wir nicht den Rahmen noch mal größer diskutieren müssen, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Frau Krüger hat ja darauf hingewiesen, wie ich finde, mit Recht Gesellschaftslehre gut gemein und schlecht gemacht. Wie wäre es mit gut machen? Also diese Frage brauchen wir, denn ich habe gerade vorhin gedacht, könnte man nicht alles, was ihr mit Recht gesagt habt, für sozioökonomische Bildung genauso sagen wie politisch-historische Bildung. Das ist doch genau die strukturähnliche Problematik. Oder die beiden Themenbeispiele, letzte Bemerkung, Klimaschutzpolitik so ganz ohne Geografie, Ukraine-Krieg so ganz ohne Geschichte. Also ich glaube nicht, dass man damit einfach das Kasten zieht, alles reinwirft und sehen, was passiert. Man kann auch so die GL nach den Erfahrungen gerade in Hessen nicht so einfach als neues Fach durchsetzen, aber systematisch nach solchen Verbindungsstrukturen zu suchen, die auch umzusetzen in Curricula, Alltagspraxis, Lehrerkonferenzen, das wäre, glaube ich, schon einiger Mühe wert. Also, da sage ich jetzt mal was zu, das sehe ich absolut so. Also dieses Fach ist eigentlich, ein Geschenk. Weil man mehrere Stunden die Schülerinnen hat, man hat eine Perspektive, die den Schülern ja viel mehr entgegenkommt. Also sie kommen ja aus der Lebenswelt und sie denken ja nicht in, ach, der Markt hat jetzt wieder gemacht. Oder, also es ist sozusagen, es kommt den Schülern eigentlich entgegen. Und dann gibt es jetzt aber viele strukturelle Probleme und vielleicht könnten die ja auch politisch angegangen werden. Das Fach hat weniger Stunden als die Einzelfächer an der Realschule. Dem sind mehrere Stunden gekürzt worden, das ist schon mal ein Problem. Wir haben keine ausgebildeten Lehrkräfte und insbesondere bei Historikern das Problem ihrer starken disziplinären Ausrichtung. Selbst mit jungen Kolleginnen, wir können ja machen, was wir wollen eigentlich. Also ich kann an der Schule ein Curriculum schreiben, wenn ich das will, und es kann mir nichts passieren. Wir haben alle Freiheiten der Welt. Also Hessen ist wirklich für die Mittelstufe viel freier, geht es ja nicht mehr. Und wir nutzen es wirklich überhaupt nicht. Übrigens auch die Politik in vielen Schulen nicht so richtig. Aber wir könnten. Und dann sitzt man mit den Kollegen zusammen, nee, also ich möchte aber das lieber, wir fangen jetzt mit den Römern an und dann müssen wir noch erst das machen. Und bevor wir nicht die Französische Revolution gemacht haben, kann man überhaupt nicht verstehen, warum der Ost-West-Konflikt entstanden ist. Also das ist dann die Argumente, und dann sitzt man als Politiklehrer daneben und denkt, ach ja, ich kann mein Fach auch überhaupt nicht unterrichten, weil ich habe jetzt überhaupt nicht angefangen bei Aristoteles mit dem Oikos, weil da müsste ich ja eigentlich anfangen, um bis heute zu kommen. Also das ist wirklich eine disziplinäre Ausrichtung, das ist wirklich schmerzhaft, das in Teilen mitzumachen, und das ist, glaube ich, auch den Lerngegenständen nicht angebracht und auch dem Lernerfolg nicht. Und ich meine, um den muss es ja am Ende gehen. Also die Schüler sollen ja sozusagen in dieser Welt sich zurechtfinden, und es handelt sich um Schüler bei dem Fach GL, die mit 16 die Schule verlassen, aus verschiedenen, also oder mit 16 sozusagen eigentlich fertig sind. Und wo wir ja nun, also wenn die Didaktik nur eine Abbilddidaktik ist, dann können wir sie uns auch sparen, dann brauchen wir sie ja einfach nicht. Also wir brauchen ja was ist für uns bildungsrelevant bis zur 10. Klasse. Und bildungsrelevant wäre es für mich schon, die Fächer zusammenzuführen und auch Schwerpunkte zu legen. Und das andere Problem ist aber, also, und ich möchte es an einem Beispiel zeigen. Also es könnte passieren, wenn wir dieses Fach nicht haben, Politik, Erdkunde, Ethik, wenn wir jetzt noch Wirtschaft hätten, vier Fächer. Es wäre denkbar, und ich kann mir das regelrecht vor Augen vorstellen, alle vier Fächer machen Globalisierung und die Schüler wissen noch nicht mal, dass sie viermal dasselbe machen. Und das ist, also ne, man merkt das in der Oberstufe in der 11, sie machen es in Englisch, sie machen es in Erdkunde und sie machen es in POVI und sie kriegen nicht ein Stück davon zusammengedacht. Und da sitzt man da immer mit, ich sitze mal kopfschüttelnd davor und denke, ihr habt das doch jetzt in Erdkunde gemacht oder nicht? Und was macht ihr da eigentlich in Englisch? Habt ihr da nicht drüber gesprochen? Und also da sieht man, dass diese disziplinäre Zugang auch Probleme mit sich bringt, also dass sie sozusagen dann in einer Kategorie denken, die es nicht ermöglicht, ihnen das irgendwie zu weiten. Und insofern würde ich da noch mehr für plädieren, und ich glaube auch,
Aber dafür müsste man, also dass auch das Fach Geschichte davon sehr profitieren kann, aber es müsste halt ganz anders in der Didaktik gedacht werden, was die Didaktiker ja in weiten Teilen auch tun, die Historiker aber nicht. Aber ich fände das super und ich würde auch sagen, es wäre auch für Gymnasien ein guter Ansatz, das zusammenzudenken, aber da wird es, glaube ich, schlicht überhaupt nicht möglich sein. Und das zweite große Problem ist, es ist ein Klassenlehrerfach, das heißt, es unterrichten dann die Sport- und Biolehrer, wenn ich jetzt das mal ganz fies sage. Und das ist auch noch nicht schlimm, wenn die Bock haben, das zu unterrichten und sich fortzubilden. Das tun die meisten aber nicht. Also es gibt Gegenbeispiele, aber da sind sozusagen die strukturellen Schwierigkeiten dahinter sind so gigantisch, dass man deswegen sagen muss, es ist in der Realität gescheitert und es, ja, oder es scheitert mehr oder weniger. So. Ich glaube, ich schließe da nochmal an den Punkt. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde das auch nochmal unterstreichen. Das ist in Hessen eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt einige selbstständige Schulen. Es geht darum, die Bildungsstandards der Fächer zu erreichen. Wie man es macht, ist Sache der Schule. Ich war jetzt 10 Jahre am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt und wir haben Politik und Wirtschaft als Fach bilingual unterrichtet. Bilingualer Unterricht, ein ganz anderes Thema nochmal. Mehrsprachigkeit. Mit einem kosmopolitischen Ansatz. Und dadurch, dass wir das schon sehr früh, noch vor der selbstständigen Schule angefangen haben, im Rahmen eines Schulversuchs, haben wir damals schon die Curricula aus ganz verschiedenen Fächern zusammengesetzt. Historisches Wissen, zum Beispiel im Bereich Violence and Conflict, dann aber auch geografisches Wissen, wenn es um Thema Unterentwicklung angeht. Und das spricht auch nochmal wieder für die Aufgabe von Fächergrenzen, im Allgemeinen über Phänomene zu sprechen, was ja auch gefordert wird. Einerseits brauchen wir die Orientierung, die Fachmethoden, da bin ich völlig einer Meinung, aber andererseits schadet es auch nichts, gerade auch Lebensweltorientierung wurde gerade angesprochen. Der Fehler, den man meines Erachtens auch noch in der Politikdidaktik macht, man denkt immer bei Lebenswelt die nächsten 2 Kilometer um die Schule, aber ich sehe schon so viel globales Wissen von Schülerinnen und Schülern, was teilweise aufgrund diverser Biografien mitgebracht wird, dass man so eine große Möglichkeit hat, einfach über Phänomene zu reden. Auch Storytelling wurde vorhin genannt, bin ich auch ein großer Fan von, dass man einfach mal versucht, man muss versuchen in dem Bereich. Man muss Versuche machen, man muss schauen, wie es klappt. Das noch von meiner Seite dazu auch. Also zu Wolfgang, halt die kleine Erkenntnis. Ich denke auch, dass diese Themen, dass toll ist zu sehen, wie ist was entstanden, wie ist sowas in unterschiedlichen Ländern anders gestrickt, damit man auch irgendwie einen Blick für Alternativen bekommt. Insofern fände ich das toll bei vielen Fragen. Ich finde es auch mehr oder weniger fast ein Skandal, wenn das T-Shirt in jedem Fach um die Welt geht. Ne? Das kennen also in Englisch, in wo auch immer. Und dann geht es, das Ähnliche ist, wir haben mal halt eine Schule gefragt, was macht ihr denn zu Verbraucherbildung und BNE? Da sagte jedes Fach Massentierhaltung. In Rallye, in Bio, in Politik, in Geografie, in wo auch immer. Und wo man sich irgendwie so denkt, könntet ihr nicht irgendwie so Themen ausbuchstabieren, schuleigener Lehrplan, womit man dann quasi zumindest halt ein paar Schwerpunkte jeweils setzt. Das wäre sicher erforderlich. Aber mir geht es trotzdem halt auch so. Ich habe mir diese Stundentafeln angeguckt und habe gesagt, da sieht Nordrhein-Westfalen und auch Hessen ja gar nicht so schlecht aus mit dem Stellenwert, ich sag mal sozialwissenschaftlicher Bildung in der Sekundarstufe 1. Und auch mit dem, ich sag mal, mit dem Pflichtkurs, ne, gibt es in Hessen auch in der Oberstufe Politik. Gibt genau, ne, das gibt es ja auch nicht in die gibt es auch nur in der Hälfte aller Bundesländer. Aber von daher denke ich mir immer, das Ausmaß an fachfremdem Unterricht, was ich sowohl in Politik als auch in Wirtschaft sehe, also in Nordrhein-Westfalen in den Schulformen und selbst am Gymnasium ja ein Viertel, das ist so dramatisch, dass ich mir immer wieder wünschen würde, dass dieses Fach irgendwie so eine Professionalitätssteigerung erfahren würde, die diese PolitiklehrerInnen, also PolitikwirtschaftslehrerInnen, auch so vor sich her nach außen tragen, dass es nicht jeder x-beliebige machen kann, der mal so einen klitzekleinen Fitzel gesellschaftswissenschaftliches Teilstudium im erziehungs- oder bildungswissenschaftlichen Studium gehabt hat. Ist heute zum Teil oft gar nicht mehr so, aber die glauben das immer noch, dass das so wäre. Also und von daher, das finde ich so das Drama. Oder wenn ich mir gucke, wie in Österreich, ne,
Politik an Geschichte dran und vor allen Dingen, ich kenne das ja nur für Wirtschaft und Geografie, ne? 2 SWS in der Lehrerausbildung. Und natürlich sagen alle, wir sind Geografielehrer. Und Sie sagen ja auch, Sie sind Politiklehrer und nicht Politik-Povi-Lehrer, ne? Also so in die Richtung, das hat man ja auch nicht selten. Deswegen finde ich immer, sollte man das irgendwie stärker vor sich herhalten, schon um diesen ganzen Angriffen, wir verdrängen das, was entgegenzuhalten. Oder wir reißen es auseinander. Ja. Ich hatte, ganz schön laut. Ich finde, es sind teilweise noch mehr strukturelle Probleme und ich weiß nicht, ob es geht so ein bisschen in die Richtung, was Frau Krüger gesagt hat. Ich mache teilweise den Kollegen, die das Fachwerk brauchen, noch nicht mal einen Vorwurf, weil die werden teilweise dazu genötigt. Ja, und das machen die dann für ein Jahr und das nächste Jahr irgendein anderes Fachfremd. Wo soll da die Bereitschaft sein, sich weiterzubilden, wenn man davon ausgehen kann, ich mache das jetzt ein Jahr und nächstes Jahr mache ich wieder was ganz anderes. In meiner Schule sind aktuell 3 Politiklehrkräfte. Ich bin eine davon. Ich habe eine Klasse 5 und dann gibt es einen zweiten, der hat eine Klasse 10 und der Rest wird fachfremd unterrichtet. Die dritte Politiklehrkraft macht noch nicht mal Politik. Ja? Also nur um da einfach mal zu zeigen, was da, wir sind hier schon in der Diskussion eigentlich für mich ein ganzes Stück weiter, wie können wir das Fach an sich dann aufwerten, was können wir dann noch besser machen und alles. Aber wenn die strukturelle Gegebenheit noch nicht mal gegeben ist, dass ich als Politiklehrkraft überhaupt aktiv werden kann, dann kommen wir da gar nicht hin. Also ich sehe da noch ganz andere Probleme. Unser Fach hat jetzt eine Aufwertung an unserer Schule bekommen, das erste Mal jetzt zu diesem Jahr das überhaupt und 5, 6 das unterrichten. Und das ist die Aufwertung. Die Aufwertung ist, wir führen jetzt verpflichtend ein, dass wir jetzt in 5, 6 auch noch POVI unterrichten, dass dann irgendwelche Lehrkräfte machen müssen, die das fachfremd unterrichten und das ist dann automatisch die Aufwertung. Also da ist irgendwie so der falsche Fokus gesetzt. Ja, wir geben jetzt mehr Stunden Politik-Wirtschaft rein und damit wird es automatisch besser. Nee, also wir brauchen da wirklich, wir müssen eigentlich verpflichtend machen, dass auch wirklich POVI-Lehrkräfte es unterrichten. Und in anderen Fächern haben wir das Problem nicht. Keiner darf fachfremd Sport unterrichten. Warum? Da brauchst du auch gewisse Fortbildungen für, dass du es überhaupt machen darfst. Ich denke jetzt einfach nur mal daran, wenn sich ein Schüler verletzt, muss die ja speziell ausgebildet sein für. Und diese Diskussion haben wir für Provi nicht. Ähnlich ist es in Religion, das darf keiner fachfremd machen. Aber Politik darf irgendwie jeder fachfremd machen. Und wenn, dann kriegt er noch den Vorwurf, du machst es nicht so gut. Aber warum macht das nicht so gut? Weil selbst wenn er sich vorbildet, kann er nicht davon ausgehen, dass er es lange macht, weil das ist dann mal und dann mal ganz lange nicht. Und dann verstehe ich auch, dass man sagt, okay, dann mache ich die Fortbildung auch nicht oder dann mache ich nur nach Formel X. Vielleicht nur eins. Also es war jetzt kein Vorwurf an diejenigen, die das fachfremd machen, die ja tatsächlich da an der Stelle oft relativ wenig halt für können, sondern eher halt so der Punkt, was können wir tun, um das weniger, also um dagegen halt vorzugehen. Ja, ich hatte noch einen kurzen Punkt. Ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Also wer noch mal einen Beweis braucht, dass der Homo economicus als Modell zu kurz greift, sieht es ja alleine schon bei uns im Berufsstand. Kooperation würde uns das Leben ja auch grundsätzlich erleichtern. Und trotzdem wählen wir, sozialisiert wie wir sind, oft einen anderen Weg. Und da geht es eben darum, dass eben auch solche Dinge angesetzt werden müssen. Wenn ich interdisziplinär arbeiten möchte an Schulen, dann muss es dafür in der Lehramtsausbildung Räume geben und auch im Schulalltag Räume geben. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, dass man strukturell so früh ansetzen muss, dass sich das Mindset irgendwann verändert und dass wir darüber irgendwas erreichen. Weil wir diskutieren schon immer noch in diesem Tunnel des Fachs und da müssen wir raus. Ja, ich würde das gerne ergänzen. Das ist auch ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist. Also wir unterrichten Politik und Wirtschaft mit 2 oder 3 Stunden in der Woche und haben da, glaube ich, schon ziemlich viel zu tun, selbst wenn wir mal nur den politischen Aspekt herausgreifen wollen würde, ja, was ich in der Praxis natürlich nicht tue, aber selbst dann hat man alle Hände voll zu tun, um sagen wir das Ziel der Mündigkeit, ich rede jetzt nicht von Abitur, sondern das Ziel der Mündigkeit in einer zufriedenstellenden Art und Weise zu erreichen. Nun hat man natürlich über die Gestaltung der Fachcurricula, das haben ja in Hessen die Schulen alle selber gemacht, hat man versucht, einen Weg zu finden, um dann noch den ökonomischen Aspekt mit hineinzubringen. Das hat, glaube ich, in einigen Schulen gut geklappt und an vielen wahrscheinlich eher nicht so gut, weil dafür keine Zeit und keine Ressource zur Verfügung stand.
Jedenfalls führt es dazu, dass man sich halt fragen muss, also wenn ein Fach so ausgestattet ist, wie es jetzt ist, mit Zeit und auch, wie wir eben gehört haben, mit Personal, wie man dann noch quasi den nächsten Gedanken obendrauf setzen soll. Und ich glaube, das ist einer der Hintergründe, warum auch dieses Angebot vom Netzwerk Ökonomische Bildung so spärlich angenommen wird. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Schule. Das liegt daran, dass nach wie vor so dieser Gedanke dahinter steht, da sind jetzt Wirtschaftsinteressen, die haben nicht genug Berücksichtigung bei der curricularen Arbeit gefunden und jetzt will man das von der Seite reinschieben. Dass das so stimmt oder nicht, das ist gar nicht der Punkt, aber das ist die Wahrnehmung, die oft so da ist. Ne? Und die Frage, die sich mir jetzt so ein bisschen stellt, in der konkreten Art, wie kann man daran was verändern? Ich glaube, an der politischen Situation können wir so, wie wir hier sind, nichts ändern. Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Punkt, sondern eigentlich müsste man eher daran gehen, dass die Materialien, die zur Verfügung gestellt werden für Unterricht, dass man da tatsächlich, glaube ich, eine riesige Baustelle immer noch hat im Bereich von politischer Bildung, aber auch gerade von sozioökonomischer Bildung. Wir haben das ja vorhin im Eingangsvortrag auch einmal eindrucksvoll vorgeführt bekommen. Ne? Und das Thema wäre, glaube ich, schon weniger verschärft, wenn man da einfach eine solidere, eine brauchbarere Basis hat, die auch mit dem Thema Sprachsensibilität und so etwas vielleicht ein bisschen wohlwollender umgeht und man von diesem klassischen Lehrbuch, Lehrwerk, wie es jetzt ausgestaltet ist, ein bisschen wegkäme und man einfach sowohl den Ausgebildeten als auch den fachfremden Kolleginnen und Kollegen einfach mal was an die Hand gibt, zu zeigen, schau mal, so könnte es funktionieren, probier das aus. Ja, und anstatt zu sagen, okay, geh mal auf 3-4 Fortbildungen in deiner Freizeit und dann bist du wieder alleine mit deinem Zeug. Und da stellt sich mir tatsächlich die Frage, ob da nicht mehr kommen könnte von Seite von Pragmatikern, von Praktikern und vielleicht auch von der Lehre. Wenn das Podium dazu nichts mehr sagen will, in Kürze. Ah. Ja, Sie haben noch die Gelegenheit, kurz, wenn es geht. Ah. Herr Füchter. Ich würde ja gerade gerne kurz anknüpfen, Florian, ich sehe es genau ähnlich wie du. Wir haben einfach eine riesige Ungleichzeitigkeit von Theorie und Praxis. Also einerseits ist die Rekonstruktion der sozioökonomischen Theorie beachtlich. Vielen Dank für den tollen Vortrag vorhin. Es ist unglaublich, wie weit da eigentlich die Integrationsleistung auf theoretischer Ebene ist. Ich sehe aber, dass die Praxis, die isolierte Praxis von Unterrichtsvorbereitern, die jede Woche 25 Stunden Unterricht halten müssen, da keineswegs mithalten kann. Wir haben ja im Kollegprojekt mit Fachschaften versucht, kollektiv kompetenzorientierte Unterrichtseinheiten zu entwickeln vor 10 Jahren. Das hat leidlich gut geklappt. Die Fachschaften wollte man aktivieren. Das Programm ist aber eingestampft worden. Die Fortbildung ist wieder individualisiert und in der Freizeit, du hast das eben angesprochen, wir dürfen nur noch Online-Angebote machen. Ich mache das jetzt ja auch seit Jahren immer Mittwochnachmittags 2 Stunden und die Leute kommen in ihre Freizeit. So kommt man strukturell nicht weiter. Also wir haben strukturelle Probleme und wir haben auch keine Vernetzung von verschiedenen Projekten, das muss man sagen. Also einmal wird die Hauptrealschule adressiert, einmal die gymnasiale Oberstufe und es gibt keine Querverbindung. So, jetzt haben wir aber dieses Praxisproblem und da geht es auch um Unterrichtsmaterialien. Du hast eben schon ein bisschen das Schulbuch beerdigt. Wenn man Alternativen bietet, dann haben wir riesige rechtliche Probleme. Die Verlage wollen nicht drauf. Aber auch an die erste Phase stellt sich die Frage, wenn man lebenssituationsorientierte Bildung möchte, die kategorial ist und dann auch noch paradigmatisch, wie sieht denn da ein Schulbuch aus? Wie sehen die Lernaufgaben aus, die wir den Kollegen da in der Fläche geben? Das ist ein riesiges Desiderat der Forschung seit Jahren. Und so kommen wir aus diesem Theorie-Praxis-Gefälle nicht raus. Ja, und man muss auch sagen, ich gehe jetzt mal in die zweite Phase der Ausbildung. Ich kriege Referendare, die extrem hohe Ansprüche theoretischer Art haben. Und dann geht es um die Umsetzung und ist eben die Frage, mit welcher Karikatur steige ich ein und welchen Text lesen wir? Wir sind noch lange nicht bei einem handlungs- und problemorientierten Unterricht. Und das werfe ich den jungen Leuten nicht vor, sondern wir haben auch eine Praxisferne in der Ausbildung in der ersten Phase. Also es bringt auch nicht, das 8. BNE-Modul zu machen, wo man noch höhere Ansprüche formuliert und am Ende immer noch keine Sequenz für Klasse 7 planen kann. Also ich möchte dafür plädieren, dass wir mal an der Integrationsbemühung von erster und zweiter Phase ernsthaft arbeiten, aber sehr unterrichtsbezogen und nicht mit einer extrem normativen Überfracht, die junge Leute dann eben auch in der Berufssozialisation eigentlich nur noch einschüchtern kann.
Das ist auch eine strukturelle Überforderung von jungen Leuten, die in diesen Beruf reingehen, wo ich sage, ein bisschen abrüsten, ein bisschen praktischer, aber dann eben auch die Ressourcenfragen adressieren an die Politik. Ich glaube, ich antworte da mal drauf, auf den Punkt, das große Dilemma, was wir haben. Die einen sagen, es ist zu wenig Didaktik, die anderen sagen, es ist zu wenig Fachwissenschaft. Und ich habe mich selber schon gefragt, ich war gerade in Freiburg auf einer didaktischen Konferenz an der Pädagogischen Hochschule. Ich fand es persönlich nicht schlecht mit den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg. Andererseits frage ich mich teilweise, wenn wir nur unterrichten, inwieweit das möglicherweise zu wirklich gravierenden fachlichen Defiziten führen kann. Ich kann die Antwort genauso wenig geben. Das Problem bewundern wir, glaube ich, beide. Das wäre jetzt so ein schöner Aufschlag gewesen zu einer guten Diskussion. Wir müssen aber aufgrund der Zeit es beenden. Sie wissen ja, es gibt immer Räume abseits eines Podiums, um Dinge zu diskutieren. Auch ich muss mich jetzt zurückhalten mit einer Antwort. Wir bedanken uns zunächst ganz herzlich bei Nicole Krüger, bei Subi Nijavan und bei Birgit Weber. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Diese Veranstaltung lebt nicht nur vom Angebot, sondern davon, dass nette, interessierte, freundliche, offene und kuchenbegeisterte Menschen hierher kommen. Ganz herzliches Dank. Sie finden jetzt gleich, wenn Sie rausgehen, da hinten altbekannt etwas aufgebaut. Versorgen Sie sich noch für den Tag heute oder für die Woche, was so auf Sie zukommt. Und geben Sie dann doch gerne am Ausgang Ihr Namensschild ab, denn das würden wir im Sinne der Nachhaltigkeit doch gerne nächstes Jahr für Sie, weil Sie ja wiederkommen werden, wieder benutzen. Schön, dass Sie da waren, schöne Woche, schönes Schuljahr, Ade und auf Wiedersehen. Applaus